Alles gut bei dir? Ja, alles gut. Cool, freut mich, dass du so spontan konntest, weil ich weiß, du hast ja gerade irgendwie deine Uni-Sachen und so. Ja, ich muss tagsüber relativ viel lernen, aber das ist jetzt nicht an konkrete Zeiten gebunden. Ja, na, ich finde das gut, dass du jetzt reingekommen bist, aus dem einfachen Grund, weil es tut sich jetzt sehr viel mit dem Neitan und der ganzen unter Anführungszeichen Woke-Bubble, aber in Wirklichkeit Pseudo-Woke-Bubble. Ja, hab gehört, dass Ja, Neitan darüber. dich heute schon Nazi genannt hat. Das wäre toll. Dagegen könnte man ja justiziabel vorgehen. Aber ja, gib glaube ich, mal ein Update. Ich habe gar nicht mehr verfolgt, was die in den letzten Tagen so gemacht haben. Also das Letzte, was ich mitbekommen hatte, war das Letzte, was du halt auf deinem Kanal hochgeladen hast. Ich meine, ich bin ja bei Nathan sowieso gesperrt und ich glaube, seine VODs, die sind sowieso nur für Abonnenten. Das heißt, ich kann ja nicht mal nachschauen, was der da eventuell über mich erzählt hat. Mich hat er jetzt auch gesperrt, angeblich, weil ich ihn gebannt habe. Dabei habe ich ihn nie gebannt. Genau. Aber angeblich, irgendwer hat gesagt, dass er dich jetzt Nazi genannt hat. Ob stimmt oder nicht, weiß ich nicht. So, ich dachte, du hast es mitbekommen. Nee, also alle Leute, die hier zusehen, ihr könnt mir gerne, sollte sowas passieren, auf Discord eine Privatnachricht schicken und dann, ja, und mir am besten auch gleich das VOD mitschicken, dass ich darauf dann reagieren kann. Denn, also das wäre wirklich, also wenn ihr das wirklich gemacht haben sollte, dann das wäre gut. Dann könnte man da nämlich juristisch gegen vorgehen. Sonst achten die ja immer darauf, dass sie es so formulieren, dass man sie eben nicht juristisch dafür belangen kann. Ich meine, Dara hatte ja beispielsweise behauptet, dass du Transmenschen, glaube ich, mobben würdest. Gebe ich das gerade richtig wieder? Und der Begriff mobben, der ist halt so allgemein, der ist halt juristisch überhaupt nicht definiert, dass du dagegen wahrscheinlich nicht vorgehen kannst. Ja, schauen wir. Sage ich nur, schauen wir. Aber da wurde ja schon genug gesagt. Der hat dich ja auch einen braunen Wurm genannt. Also. Ich weiß ja nicht. Also, da wurde schon sehr viel gesagt. Und eigentlich in Wirklichkeit muss man sich ja überlegen, dass das einfach, ja, Rufschädigung ist an der Stelle. Es ist auch NS-Verharmlosung. Also Braun, das waren ja die Uniformen der SA. Daher kommt ja dieser Begriff Braun. Ja, gut, das würde ich nicht machen, aber eigentlich, also das würde ich sagen, aber Doch, so. deswegen werden Nazis häufig Braun genannt. Das ist tatsächlich so. Die Braunen, wenn du über Neonazis sprichst. Ach so, Nur ja, die beziehen klar. sich ja auf die Tradition der SA. Ja, das weiß ich schon, aber ich meine, ich würde ihm jetzt nicht NS-Verharmlosung vorwerfen, das geht zu weit. Aber ja, keine Ahnung. Also, aber du würdest ihn anzeigen, oder was? Ja, wenn er was Justiziables sagt. Und die drücken sich ja meistens so vorsichtig aus, dass man sie dafür nicht anzeigen kann. Also Rechtspopulist, das ist ja jetzt kein geschützter Begriff. Bei Faschist oder Nazi sehe es anders aus, da diese Begriffe schon für sehr extreme Ideologien verwendet werden können. Also bisher konnte mir niemand befriedigend definieren, was Populismus ist. Und das Wort rechts, das kann man ja sowieso total willkürlich für alles Mögliche verwenden. Deswegen kann man gegen sowas nicht vorgehen. Aber gegen Nazi oder Faschist, da sehe ich bessere Chancen. Ich habe nachgeschaut, was Rechtspopulist bedeutet. Und da steht, Rechtspopulisten sehen sich als Anwälte des Volkes sowie seiner Interessen gegenüber der politischen Klasse und inszenieren sich als Kämpfer für Freiheit und Volkswillen und gegen die Politik, die Positionen und die Werte der etablierten politischen Institutionen. Das klingt nach links. Was ist da für eine bescheuerte Definition? Ja, das ist eine sehr dumme Definition, weil das trifft auf jeden zu, der ein Problem quasi mit dem Status quo hat. Ja, also kurz gesagt, weiß nicht, was ich ja, von dieser Definition halten soll. Ist halt die Wikipedia-Definition. Ja. Wie grenzt man das zu Ja. Linkspopulisten ab? Da kann man ja nachschauen. Linkspopulismus bezeichnet einen zur politischen Linken neigenden Populismus, der sich für soziale Gleichheit, soziale Gerechtigkeit, Frieden und Umverteilung des Vermögens einsetzt. Also kurz gesagt, der Rechtspopulist wird gegen die Regierung oder gegen die politische Klasse sein, aber nicht für Umverteilung und für Gleichwertigkeit, während der Linkspopulist wird das Gleiche sagen, aber er ist in Wirklichkeit für Umverteilung und Gleichwertigkeit. Und nach dieser Definition wäre ich ein Linkspopulist und nicht ein Rechtspopulist.
Ja, und da sind wir jetzt bei unserem eigentlichen Thema. Diese Definitionen, die werden ja von dieser Woken Bubble überhaupt nicht angewendet. Also Rechtspopulist, das könntest du eigentlich, oder Rechtsradikaler, Nazi, Antisemit, was auch immer. All diese Begriffe könntest du, wenn die Woken sie verwenden, mit einem einzigen Wort übersetzen, Feind. Also das ist jemand, der uns feindlich gesonnen ist. Mhm, ja. Glaube ich also auch, deswegen ja. Deswegen bist du ein Rechtspopulist, Sinan ist ein Rechtspopulist, ich bin ein Rechtspopulist, also wir sind alle Rechtspopulisten, eben weil wir diese Woke Bubble kritisieren. Naitan hat da jetzt neuerdings auch noch den Begriff SIF eingeführt, der eigentlich auch, den man mit Feind übersetzen kann. Also ich meine, er konnte mir ja keine allgemeine Definition geben, weil es diese allgemeine Definition nicht gibt. Die ehrliche Definition wäre einfach zu sagen, ja, das ist ein Feind unseres Lagers. Ja. Die suchen einfach einen anderen abwertenden Begriff. Wobei man einfach da einen Unterschied feststellen muss bei dieser Geschichte, nämlich wenn wir sie bezeichnen, bezeichnen wir sie mit Woke. Das ist kein abwertender Begriff. Woke heißt einfach erwacht. Während sie bezeichnen uns immer so als Schimmel oder eben als Sif. Sif bedeutet quasi Schmutz, Dreck. Ja? Das heißt, ihre Begriffe sind immer so abwertend, während unsere das nicht sind, meiner Meinung nach. Ja, ja, wir benutzen Sprache deskriptiv. Wir versuchen mit Sprache zu argumentieren. Diese Richtig. Leute benutzen Sprache zur Wiedererkennung, zur Einordnung in Lager. Rechts ist, das hatte ich auch im Gespräch mit Neitern schon erklärt, kein deskriptiver Begriff, der einfach beschreibt, dass jemand sich für die bewusste Schaffung einer Hierarchie beziehungsweise für mehr eine hierarchischere Gesellschaft einsetzt. Sondern rechts ist in dieser Woken Bubble eine ja, moralische Abwertung. Genauso wie Rechtspopulist, Nazi, Faschist, wie alles Mögliche. Wie gesagt, es ist völlig egal, mit welchem dieser Worte man bezeichnet wird. Diese Worte bedeuten nichts anderes als Feind unseres Lagers. Also du kannst, also es ist völlig egal, was du konkret sagst. Sobald du diese Ideologie kritisierst, sobald du einzelne Akteure kritisierst. Ich meine, jemand wie KuchenTV, der hat ja jetzt nicht Judith Butler gelesen und widerlegt da diese einzelnen Punkte der Gender-Ideologie beispielsweise. Nee, KuchenTV sagt einfach, guck mal, Shoyoka hat hier was gesagt, sie hat hier was gesagt. Also er macht das überhaupt nicht auf ideologischer Ebene, sondern er sucht sich einfach einen einzelnen Akteur auf diesem Wolkenlager raus, kritisiert ihn immer wieder und das macht ihn schon zum Feind. Also du brauchst gar nicht ideologische Kritik haben, du brauchst keine inhaltliche Kritik haben, du brauchst nur Akteure aus diesem Lager zu kritisieren und du wirst schon als Feind gesehen. Absolut, ja. Man sieht das ja auch sehr hart bei dir, wo dir Sachen, aber ich meine, man sieht es bei uns allen. Man sieht es, wie du richtig gesagt hast, bei Sinan, bei ihm, bei mir, bei dir, bei uns allen, wie sie einfach permanent Sachen aus dem Kontext reißen oder wie sie uns permanent Dinge unterstellen, hinter denen wir nicht stehen oder die wir einfach ja, nicht so sehen oder überhaupt kein Mensch, der uns jemals anschaut, denkt einfach, ja, das trifft auf die zu. Außer diejenigen, die uns sowieso hassen und dann einfach sagen, so ja, ja, passt, das ist gut, so können wir sie bezeichnen. Aber es ergibt so überhaupt keinen Sinn. So zum Beispiel mich einen oder Sinan, okay, so mich Rechtspopulist nennen, ergibt überhaupt keinen Sinn. Aber Sinan Rechtspopulist nennen, das ist noch dümmer. Doch, es ergibt Sinn. Also, wie gesagt, diese Begriffe dienen nicht zur Beschreibung von Leuten, sondern genau. Sie dienen zur moralischen Abwertung. Das ist politische Strategie. Genau, richtig, richtig. Das so ergibt Sinn, aber es ergibt eben deskriptiv, ergibt es keinen Sinn. Und es ergibt, wenn wir uns die Definitionen anschauen, macht das ja keinen Sinn, so etwas zu behaupten über uns. Ja, die Definitionen sind vollkommen egal. Jede rationale Debatte ist, sobald angefangen wird, Sprache nur noch als Mittel der Wiedererkennung zu verwenden. Also zu sagen, so hier ist mein Lager und da sind die Faschisten. Und jeder, der nicht zu meinem Lager gehört, ja, der gehört wohl zu diesem anderen Lager. Sobald Sprache so verwendet wird, ist eine rationale Debatte nicht mehr möglich. Und das haben wir ja auch gesehen. Also Neitan hat ja nicht mal versucht, irgendwie inhaltlich zu debattieren, sondern er hat einfach gesagt, also in meiner Debatte zu KuchenTV sage ich nichts. Und auch bei dir, da hat er immer, wenn du so Fragen gestellt hast, kurz darauf geantwortet, um dann wieder zu den moralischen Anklagen zurückzukommen, die er gegen dich vorbereitet hatte. Mhm, ja, total. Ja, das hat er auch bei dir wirklich ad absurdum getrieben, bis er dich am Ende gesperrt hatte, also rausgeschmissen hat aus dem Talk. Das war einfach irgendwas. Und die ganze Zeit, die er Sachen unterstellt, das war ein Horror, hey. Die ganze Zeit einfach so, ja, du liebst Höcke, gib's zu. Das ist Wahnsinn einfach. Ja, ich mache die ganze Zeit Werbung fürs BSW, aber eigentlich will ich, dass die Leute AfD wählen. Das ergibt Sinn. Ja, total, oder?
Nee, aber diese Transfeindlichkeit zum Schluss. Also da hatte ich ja nur gesagt, wir sollten netter mit Leuten umgehen, wir sollten ihnen nicht ohne Grund Transfeindlichkeit vorwerfen. Also beispielsweise Leuten wie Sinans Woche, wie Beatrix von Storch, wie Marie-Louise Vollbrecht. Wenn sie jetzt nichts Transfeindliches gesagt haben, sollten wir diesen Leuten keine Transfeindlichkeit vorwerfen. Was macht Nathan dann? Er wirft mir Transfeindlichkeit vor. Also das kann man sich nicht ausdenken. Nee, natürlich. Aber sie können ja nichts anderes. Das ist ja das Problem. Sie haben ja überhaupt keine Argumente. Und ich wäre sogar bereit gewesen, mit Nathan zu reden auf seinem Niveau und zu sagen, okay, du willst mir Sachen vorwerfen, die ich gesagt habe, mach das. Ich stelle mich dem und ich werfe das Gleiche dir vor. Und er wollte aber nicht. So viel zu diesem, ich stehe hinter dem, was ich sage, wieso stehst du nicht hinter dem, was du sagst. Ich hätte das gemacht. Der hat dann schon wieder sich davor gedrückt. Nachdem er sich davor gedrückt hat, spontan zu reden, hat er sich auch gedrückt, nicht spontan zu reden. Diese Leute können sich aussuchen, mit wem sie debattieren. Das ist auch der Grund, warum Shuyoka oder Dekadenten niemals zu Debatten bereit sind. Also diese Leute haben kulturelle Hegemonie. Sie können auf jeder Bühne sprechen, wenn sie das wollen. Sie können jeden Sponsor kriegen, den sie wollen. Sie sind nicht darauf angewiesen, mit irgendwem zu debattieren. Deswegen können sie da komplett taktisch handeln und heute eine Absprache sprechen, heute eine Aufforderung raussetzen und dann morgen etwas komplett anderes tun. Das zeigt, wie mächtig sie sind. Also ein rechter Kanal, der würde sich niemals so verhalten. Nicht mal, weil die Rechten moralisch bessere Menschen sind. Das ist in den meisten Fällen sicherlich auch noch der Fall. Aber einfach, weil sie in einer taktisch viel schwächeren Position sind. Ja, wobei man nicht sagen darf, dass sie die Macht haben, sondern sie dürfen einfach sich an die Macht anbiedern. Ja, und da mitschwimmen. Sie haben keine Macht. Sie können einfach mitschwimmen. Und ich meine, wir könnten ja auch mitschwimmen, wir wollen halt nur nicht. Das muss man ja auch den so Begriff sagen. Kulturelle Hegemonie, so würde ich das bezeichnen. Genau, ihre Werte, ihre Vorstellungen formen den Diskurs und sobald du dich dagegen stellst, bist du raus. Also sie selbst sind jetzt nicht in der Machtposition, aber sie selbst stehen auf der Seite der Macht. Richtig, genau, das meine ich, ja. Sie sind einfach, sie haben sich so sehr, sie sind einfach so, I support the current thing und da schwimmen sie einfach mit und deswegen werden sie auch davon belohnt, dass sie immer zu Mami rennen können und sagen können, hey, schau mal, der hat eine abweichende Meinung zu dir. Und die Macht kommt dann vorbei und sagt einfach, haltet die Fresse, ja. Und sie freuen sich dann, dass sie einfach bei Konzernen gepetzt haben, dass sie jemanden zu Schweigen gebracht haben, ja. Und die nennen sich links, weißt du? Ist doch absurd. Ja, das ist diese extrem krasse Freund-Feind-Dichotomie. Also die kapitalistischen Großkonzerne, die sind jetzt die Freunde, wenn die Leute sperren, die man gerne gesperrt haben möchte. Wir haben ja heute auch schon wieder gesehen, dass Nemesis einen Copyright-Strike von Shuyoka kassiert hat. Also die Walken, die dürfen alles. Die dürfen die Copyright-Funktion missbrauchen, um Kritiker zu canceln. Die können sogar Kritiker komplett wegsperren lassen, aber wenn die da mal ausrasten, also keine Ahnung, so Seth Van Doom-mäßig, oder wenn sie öffentlich Kampagnen gegen andere Streamer fahren, wirklich übelste Lügen über sie verbreiten und dann ihre Cancelung fordern, dann hat das keine Konsequenzen. Absolut. Ja, das ist so beschämend eigentlich. Und vor allem merkst du, wie sie eigentlich nie mit echten Rechten reden, also so mit rechten Influencern, so Leute, die wirklich so für AfD sind und Co., mit denen reden sie nie. Da trauen sie sich nicht dran an diese Gespräche. Und ich glaube, dass das einfach deswegen, das liegt daran, weil ihr einziges Argument ist einfach, du bist ein Rechter. Und das würde bei diesen Leuten nicht ziehen. Die würden sagen, ja, und was machst du dann? Und dann sagst du, ja, du bist ein Nazi. Und dann würden sie sagen, na, das würde ich so nicht sagen. Und was machst du dann? So, weißt du? Mhm. Ja, und sie haben bei den Rechten auch eine andere Strategie. Also sie wollen, dass die Rechten ja komplett von den Plattformen gesperrt werden. Also sie sind ja schon dafür, dass Leute wie Nemesis oder KuchenTV gesperrt werden. Also wie gehen diese Leute dann erst, keine Ahnung, mit irgendeinem rechten Twitch-Kanal um? Ja, die wollen sie auch sperren, aber lustigerweise gar nicht. So, ich kann mich erinnern, zu der Zeit, wo ich massiv gemeldet wurde von diesen Leuten, habe ich mich die ganze Zeit gefragt, weil ich habe zu der Zeit so bei Kasparkas zugehört oder Ketzerkirche oder sowas. Und dann höre ich dort zu und hin und her, was die reden. Und ich denke mir, Digga, was da im Chat geschrieben wird teilweise, was da geredet wird von den Streamern. Niemand meldet das. Like, mein Stream wird 5-mal pro Stream gemeldet. Diese Leute melden sie einfach nicht. Die tun nichts gegen sie. Und dann stehst du da und denkst dir einfach so, was ist das für ein Witz? Zu mich meldest du einfach, weil ich gesagt habe, ich bin gegen Waffenlieferungen, meldest du mich 5-mal. Aber diese Leute, die einfach über IQ und biologische Unterschiede zwischen Ethnien sprechen, da meldest du gar nichts? Okay.
Okay. Ja, wenn spannend. Du gesperrt wirst, dann haben sie bei denen auch eine größere Argumentationsgrundlage, die auch noch sperren zu können. Also wenn die wen sperren, der nur leicht links von ihnen steht, dann könnte man logisch argumentieren, dass jeder, der noch weiter rechts davon steht, ja eigentlich auch gesperrt werden müsste. Deswegen gehen sie auch so hart gegen so Leute wie KuchenTV, die ja komplett in der politischen Mitte stehen. Jo, aber der Punkt ist einfach, sie hätten auch zum Beispiel diese Leute melden können und wenn die gesperrt werden, dann sagen, super, jetzt müssen wir weitermachen und damit sie motiviert sind oder irgendwie. Aber das haben sie nie gemacht, weil ich glaube, sie schauen die Rechten gar nicht an. Ich habe heute zum Beispiel auf Twitter gesehen, was der Schattenmacher so schreibt. Und ich denke mir so, Alter, wenn ich das schreiben würde, was der da schreibt. So, ich würde es nicht schreiben, weil ich einfach nicht daran glaube, was er sagt. Aber wenn ich sowas schreiben würde, Alter, weißt du, was für Hölle los wäre? Der Typ schreibt das einfach und kein Mensch rührt auch nur den Finger, die sagen, ja, der ist ja ein Fascho. Und das war es dann auch schon. Weißt du, das ist das Problem irgendwie. Ja. So diese, ich hab das Gefühl, diese Leute sind gar keine politische Bewegung, sondern das ist eine neidzerfressene oder irgendwie so hasszerfressene Bewegung, die einfach so alle Leute, die sie nicht leiden können, zerstören wollen. Und da ist es egal. Und ihnen dann vorzuwerfen, dass sie recht sind, ist einfach nur so ein nützliches Tool. Aber in Wirklichkeit, ja, geht's auch anders. So, weißt du? Ja, aber ich glaube, das liegt auch an der politischen Strategie. Sie versuchen gerade, den gesamten Mainstream für sich zu vereinnahmen und das Entstehen eines dritten Lagers, so gut es geht, zu verhindern. Deswegen sind die auch so panisch wegen der Wagenknecht-Partei. Also wir sehen ja, dass ehemalige Abgeordnete der Linkspartei gerade mehr Stimmung gegen Wagenknecht machen als gegen irgendeinen anderen Politiker. Stimmt, weil sie sehen die Fälle komplett. Absolut, ja. Es ist ja, du hast vollkommen recht, es ist ja in den Medien und der Politik genauso. Die schießen viel mehr gegen irgendwie, die Linken schießen viel mehr gegen andere Linke als gegen die Rechten oder so. Ja. Und das ist ja irgendwie das Schlimme. Wenn ich mich mit Rechten angelegt habe und sie kritisiert habe, ist nie einer von denen gekommen und hat einfach gesagt, ah super, ja, wie gut machst du das. Umgekehrt, wenn ich sie kritisiere, kommen die Rechten ständig und sagen, hey, geil machst du das, Erwin. So, weißt du, was ich meine? So, es ist, keine Ahnung. Aber sie fühlen sich zu sicher, eben wie du richtig gesagt hast, weil sie wissen, dass der ganze Mainstream so tickt wie sie. Oder denken sie sich so, wir sind mehr. Das sagen sie auch die ganze Zeit, wir sind mehr. Ja, ja, also du siehst das auch ganz schön. Bei den Rechten, da hoffen sie, glaube ich, auch, dass sich die größere Ebene darum kümmert. Also wir haben ja gesehen, wie auf Discord der Angerverse-Server zerschlagen wurde. Wir haben gesehen, wie Schlomos Kanal jüngst wieder gebannt wurde auf YouTube. Also da kümmert sich die größere Ebene auch drum. Deswegen sind die Woken auch, glaube ich, so gar nicht so hinterher. Sie wollen, wie gesagt, sie hoffen, dass dann der Verfassungsschutz, dass dann die großen Tech-Konzerne, dass die dann dagegen vorgehen. Mhm. Und deswegen finde ich es auch, das hast du in letzter Zeit auch einige Male gemacht, nicht gut, wenn du den Verfassungsschutz als Quelle verwendest, weil der unserem Lager gegenüber auch feindselig gesonnen ist. Wenn du dessen Autorität stärkst, alleine dadurch, dass du ihn als Quelle verwendest, und er ist ja keine seriöse Quelle, er ist ja eine dem Innenministerium unterstellte Behörde, dann kann sich das sehr schnell gegen uns wenden. Also es ist meiner Meinung nach eine Frage der Zeit, bis bestimmte Anti-Desinformationsgesetze wie der Digital Services Act, das Netzwerkdurchsuchungsgesetz oder staatliche Institutionen wie der Verfassungsschutz sich auch gegen das BSW wenden. Ich sehe den Verfassungsschutz nicht als Feind. Ich sehe ihn als etwas, was halt nun mal da ist. Und etwas, was notwendig ist und wo es keinen Sinn hat, dagegen irgendwie anzukämpfen in irgendeinem Punkt. Oder doch, in irgendeinem Punkt. Das ist deine Meinung. Ich habe so in dem Sinne, der Verfassungsschutz ist der Verfassungsschutz und der macht seine Arbeit. Und ich halte es für sehr gefährlich, loszugehen und solche Sachen zu sagen, so wie der Verfassungsschutz redet einfach Scheiße. Du wirst sehen, dass einfach auf der linken Seite werden sie sagen, Verfassungsschutz ist voll rechts. Und auf der rechten Seite werden sie sagen, Verfassungsschutz ist voll links. Und mir aber gibt es das Gefühl, dass er arbeitet. Okay, dass es irgendwie da einen Moment gibt, wo er einfach gegen die Ränder vorgeht und sich das anschaut, dass da vielleicht nicht alles korrekt ist okay, ja, keine Frage, dass das weisungsgebunden ist und was alles die Vorwürfe sind, alles in Ordnung. Nichtsdestotrotz ist das in Wirklichkeit eine notwendige Institution, glaube ich. Ja, und ich bin nicht gegen den Verfassungsschutz, absolut nicht. Ja. Also die wenigsten Länder am Inlandsgeheimdienst, der dafür verantwortlich ist, politische Parteien oder Organisationen zu überwachen, die dieser Inlandsgeheimdienst als verfassungsfeindlich einstuft.
für sowas haben wir eigentlich ein Justizsystem und eine Polizei, dass wenn beispielsweise irgendwer Sprengstoff bunkert oder dazu aufruft, die Verfassung zu stürzen, dass dagegen eben vorgegangen wird. Wir haben ja auch Straftatbestände wie Volksverhetzung beispielsweise oder Aufruf zu Straftaten. Sowas ist ja sowieso illegal. Da braucht es nicht eine eigene Behörde für. Und diese Behörde ist, wie gesagt, dem Innenministerium unterstellt. Die verfolgt nicht die Ränder, sondern die verfolgt Regierungskritiker. Du siehst ja auch wie bei der Friedensbewegung. Oder bei den Querdenken-Demonstrationen. Jede Menge Leute, die überhaupt nicht radikal in irgendeine Richtung waren, vom Verfassungsschutz beobachtet werden. Woran liegt das? Der Verfassungsschutz ist einfach politisch voreingenommen. Der beobachtet ja jetzt sogar den ehemaligen CDUler und ehemaligen eigenen Präsidenten Hans-Georg Maaßen. Also das musst du dir mal vorstellen, der beobachtet nicht die Ränder. Der beobachtet jeden, der kritisch gegenüber der Regierung steht und das könnte bald auch das BSW treffen. Ja, dann trifft sie das. Wir werden sehen. Also wir werden uns das anschauen. Aber grundsätzlich finde ich es gut, wenn es eine Institution gibt, die die ganzen tatsächlich Verfassungsfeinde irgendwie fernhält. Ja, wenn das natürlich instrumentalisiert wird, um gegen Opposition Druck zu machen, dann ist das natürlich nicht in Ordnung. Aber weißt du, ich habe immer so ein Problem damit, bei diesen Behörden, in die ich nicht reinschauen kann, dass ich von Haus aus davon ausgehe, dass sie einfach bösartig sind. Weil das ist für mich eine typische Erzählung von den Rändern. Ja? Also schau, natürlich nicht gibt bösartig. Es... Nicht bösartig. Sie ist dem Innenministerium unterstellt. Die Innenministerin bestimmt, wer letztendlich verfolgt wird und wer nicht verfolgt wird. Ja, eben, das weiß ich nicht. Ich weiß nicht, wie das funktioniert. Und deswegen bin ich da vorsichtig, so etwas zu verurteilen, weil diese Dinge sind geheim, die da draußen passieren. Und ich merke, dass von extremer Seite, sei das von links wie auch von rechts, die ganze Zeit der Verfassungsschutz diskreditiert wird. Und ich halte das für gefährlich. Ich halte das für unglaublich gefährlich. Ja. Das ist wichtig, den zu diskreditieren. Der ist, wie gesagt, keine, also den kannst du nicht mit neutralen Berichten vergleichen. Den kannst du wohl eher mit der Polizei wahrscheinlich noch vergleichen. Aber nicht, die Justiz, die soll ja im Idealfall unabhängig sein. Beim Bundesverfassungsgericht ist das ja auch nicht unbedingt so, dass da die Richter da auch parteipolitisch ausgewählt werden. Anderes Problem, aber der Verfassungsschutz ist ja wirklich komplett nicht unabhängig. Der setzt komplett das um, was die Regierung gerade will. Das, wie gesagt, ich weiß es nicht, aber okay, also ich, keine Ahnung, also ich weiß es nicht. Ich bin da vorsichtig, also weil zu viel wird da von rechten und linken Rändern reingeredet und das mag ich nicht, das gefällt mir nicht, weil ich passe auf, es ist, keine Ahnung. Also immer über diese geheimen Dinge reden, was Leute im Geheimen machen und schwierig. Sehr schwierig. Das ist nicht geheim. Also der Verfassungsschutzpräsident hat selber gesagt, dass nicht nur der Verfassungsschutz dafür verantwortlich sei, die Umfragewerte der AfD zu reduzieren. Das ist eine klare parteipolitische Stellungnahme. Man kann es ja auch mal angucken, was Stefan Kramer in Thüringen macht. Das ist ja auch so ein krasser Fall. Ja gut, aber da muss man sich fragen... Ja, aber da muss man sich fragen, ob es bei der AfD nicht irgendwie verfassungsfeindliche Elemente gibt. Und dass das deswegen gemacht wird. Ja, das mag ja sein, aber das kann doch jetzt nicht der Verfassungsschutz sagen, dass er da Umfragewerte manipulieren will. Wenn die AfD verfassungsfeindlich ist, dann könnte er sie als Gesamtpartei beobachten und dann, wenn die eine aggressiv-kämpferische Haltung hat, dann könnte man ja Verbotsverfahren machen. Offensichtlich gibt es dafür keine Belege, sonst würde man das ja machen. Keine Ahnung, ich sag nur, ich bin da vorsichtig mit dem solchen Kritiken. Ich halt mich da zurück mit sowas. Ich rede lieber über die Dinge, die ich sehe, ja, und die mir offensichtlich klar sind. Ja, das ist ja klar, also die Befehlsstrukturen sind doch klar. Also der Verfassungsschutz ist eben, das ist auch noch interessant, der historische Kontext, in dem der entstanden ist. Der Verfassungsschutz ist in der Zeit entstanden, als wir in Deutschland noch einen Auslandsgeheimdienst hatten, der damals noch Organisation Gehlen hieß und der CIA unterstand. Wir hatten also einen Auslandsgeheimdienst, der von den Amerikanern kontrolliert wurde. Er wurde dann später im BND umbenannt. Und da wollte man dann Gegengewicht setzen, das unter Kontrolle der Bundesregierung steht. Und das war der Verfassungsschutz. Und deswegen haben wir überhaupt einen Inlandsgeheimdienst, wo die Bundesregierung sagen kann, was der macht. Das ist die historische Situation, aber so eine Situation haben wir ja heute nicht mehr. Und bei der Linkspartei ist es ja auch so krass. Die hat immer gefordert, dass der Verfassungsschutz abgeschafft wird, weil das eben ein unnötiges staatliches Repressionsinstrument ist. Wir haben eine unabhängige Justiz, wir haben Gesetze, an die sich zu halten sind, wir haben sogar Kriterien, nach denen Parteien verboten werden dürfen. All das haben wir. Da brauchen wir nicht noch irgendeinen Geheimdienst, der da seine Befugnisse ausweiten und sehr kreativ auslegen kann, so wie er das ja gerade macht. Also mittlerweile fängt der Verfassungsschutz ja an, nicht nur Organisationen, sondern auch Einzelpersonen zu überwachen. Also wie können Einzelpersonen bitte gefährlich für die Verfassung werden? Aber diese Details
wie gesagt, Verfassungsschutz können wir jetzt, glaube ich, abhaken, da will ich gar nicht groß drüber reden, aber die Linkspartei, die hat dann kaum quasi in Thüringen an die Macht gekommen, angefangen, ihre eigenen Leute beim Verfassungsschutz an die Spitze zu setzen. Also eben Leute wie Stefan Kramer, die dann ja ziemlich antideutsche Politik auch gegen andere Linke gemacht haben. Ja, du, kann passieren, ja. Alles ist schon mal, alles ist irgendwie manipulierbar. Deswegen muss man mehr Dinge demokratisieren, meiner Meinung nach, ja. Man muss schauen, ich weiß es nicht. Also wie gesagt, ich bin jetzt kein Spezialist für den Verfassungsschutz. Ich sehe nur, dass wenn von Rändern zu viel auf etwas gespuckt wird, muss man aufpassen. Ja? Muss man sich fragen, warum das so ist. Vor allem habe ich schon mehrmals gesagt, ich sehe den Staat als den größten Verbündeten und unsere einzige Möglichkeit, um uns gegen das Kapital zu erwehren. Ja, ja, aber also, das... Das ist so, allein schon deswegen würde ich den Staat dahingehend nicht so angreifen. Ja. Und übrigens, danke an Imp und die Raidlinge, willkommen. Ja. Was heißt den Staat? Also es ist ja ein Unterschied, ob der Staat einen möglichst großen Repressionsapparat zur Verfügung gestellt bekommt, um Oppositionelle zu verfolgen, oder ob man mit dem Staat jetzt eine unabhängige Justiz oder die Sozialversicherung meint. Also Sozialversicherung, da bin ich definitiv für mehr Staat. Investitionen in öffentliche Infrastruktur, da bin ich auch für mehr Staat. Aber zusätzliche Kompetenzen für die Polizei, da bin ich ja schon dagegen. Und dann noch ein eigener Inlandsgeheimdienst, wo die Innenministerin sagen kann, okay, jetzt... jetzt setze ich mir hier mal meine Gefolgsleute hin. Also das geht mir da wirklich deutlich zu weit. Und Nancy Faeser, die hat sich ja schon als ich will es nicht zu böse formulieren, aber als jemand entlarvt, der unsere Verfassung nicht so hoch schätzt. Also sie wollte ja auch die Beweislast umkehren und Gesinnungsprüfung bei Beamten durchführen. Also sowas geht gar nicht. Und solche Leute, die entscheiden dann, wer dann beim Verfassungsschutz an der Spitze sitzt. Du, ja, aber schau mal, ja. Wie gesagt, ich glaube, die Frage ist auch, was mit der AfD ist halt. Ne? Ist die AfD jetzt eine Gefahr für die Verfassung oder nicht? Oder wie oder was? Ja, ist halt die Frage. Ja. Da kann ich tatsächlich ist die Linke eine Gefahr für die Verfassung oder nicht? Aber das sind wirkliche Fragen, die man sich wirklich stellen muss. Ja, das sind Fragen, die man sich stellen muss. Und ich habe einfach zum Beispiel bei den Linken sehr, sehr viele Leute gesehen, also bei der Partei Die Linke, die ich als verfassungsfeindlich einstufen würde, definitiv. Ja. Definitiv, also auch auf Twitch. Ja. Also wir hatten ja schon die Brocken Streamer die Kritiker wegmelden lassen. Das ist ein klarer Verstoß gegen Meinungsfreiheit aus unserem Grundgesetz. Also, ja, okay. Aber die werden nicht überwacht. Also die werden nicht überwacht. Also da wird niemand jetzt sagen, okay, Shoyoko und ihre Cancel-Bande setzen jetzt einen Geheimdienst drauf an. Das wird keiner machen. Die Geheimdienste, die werden dann auch Regierungskritiker angesetzt. Also ja, die Ränder, die spucken viel auf den Verfassungsschutz. Das ist aber jetzt kein Beleg da. Also was heißt die Ränder? Wie gesagt, aus der Querdenkenbewegung, da waren viele vorher unpolitisch oder lassen sich überhaupt nicht zu einem der Lager zuordnen. Das heißt, die als Rand zu bezeichnen, ist jetzt auch schon mal komisch. Also nach der Definition wäre ja Rand alles, was die Regierung nicht mag. Und die Ränder oder zumindest der linke Rand spuckt ja auch auf den Kapitalismus. Sollte man deswegen jetzt alle überwachen lassen, die gegen Kapitalismus sind? Also wenn du eine stark neoliberale Regierung hast, die sagt, okay, wir setzen jetzt mal unsere Leute in Verfassungsschutz und die beobachten dann alle Antikapitalisten, dann wären Leute wie du ganz schnell dran. Ja, klar, aber ich würde mich freuen, wenn der Verfassungsschutz solche Leute wie diese ganzen Libertären und diese ganzen Proprietaristen und so überwacht. Das würde ich feiern. Also ich würde mir denken, das ist eine gute Sache. Überwacht die richtig viel, so richtig hart, ja, so dass man alles über sie erfährt und alles über sie weiß und dass sie einfach behandelt werden wie die, keine Ahnung, wie man irgendwelche Reichsbürger behandelt und so. Ja? Das würde mich echt freuen, weil ich halte sie für eine riesengroße Gefahr für die Demokratie. Ja, definitiv. Aber deswegen sollte man nicht den Repressionsapparat des Staates ausbauen. Ich bin da nicht dafür, dass Leute mit geheimdienstlichen Methoden überwacht werden. Ich glaube, da können wir das Thema jetzt schließen. Wir waren ja eigentlich bei den Walken. Dein Vorschlag war ja, diese Bubble nicht die Walken, sondern die Nazischisten zu nennen. Ja. Wieso? Weil ich denke, dass sie Narzissten sind und dass sie sich einfach in diesen Narzissmus zusammenrotten, um im Namen ihres
ihrer Karriere oder ihres Machiavellismus, ihres Daseins an der Spitze, sei das von Twitch oder was auch immer, andere fertig zu machen. Und deswegen hätte ich sie Narzissten genannt. Ja? Sie benutzen faschistoide Methoden, sie sind keine Faschisten, aber sie benutzen faschistoide Methoden, um andere fertig zu machen, die ihrem Narzissmus oder ihrem Erfolg im Weg stehen. Deswegen hätte ich sie Narzissten genannt. Aber ja, ist jetzt kein großes, tolles Wort. Ja. Warte, ich höre dich gerade nicht. Was ist jetzt passiert? Ja, jetzt höre ich dich. Jetzt höre ich dich schon wieder nicht. Anfall von linker Technik, ja. Verfassungsschutz hat Leitung angezapft, ich schwöre. Ich habe nicht selber gestreamt, hörst du mich? Ach so, ja, jetzt höre ich dich. Gut. Aber diese, du magst mit deiner Feststellung, dass die so negative Charaktereigenschaften haben, recht haben. Wie gesagt, das ist jetzt, glaube ich, nicht so relevant. Das würden diese Leute, glaube ich, auch machen. Das machen diese Leute, wie gesagt, auch in gewisser Weise aus Rationalität, da sie eben keine Argumente haben, da sie ihre Ideologie nicht in einem Diskurs verteidigen können. Und zum anderen, aus agitatorischer Sicht ist es auch sinnvoll. Ich meine, hast ja gesehen, wie getriggert Neitern war. Das ist bestimmt gut, um Leute, also diese Heuchelei dieser Bubble auch aufzuzeigen, dass sie sich gar nicht für diese Opfergruppen in Wahrheit einsetzen, von denen sie behaupten, sie würden sich dafür einsetzen. Mhm. Aber ich sehe in dieser Argumentation ein gewisses Problem. Du kannst politische Ideologien nicht von Charakterzügen her definieren. Also du kannst, keine Ahnung, Nationalisten ja sagen, dir geht es gar nicht um dein Vaterland, du setzt dich nur für dein persönliches Fortkommen ein. Okay, ja, das mag im Einzelfall stimmen oder nicht stimmen, aber damit hast du ja nicht die Ideologie kritisiert. Du kannst auch einem Islamisten sagen, du setzt dich gar nicht für Allah ein, du setzt dich doch eigentlich nur dafür ein, dass du hier an der Spitze von einer neuen Theokratie stehst. Also das kannst du immer vorwerfen und in vielen Fällen mag das auch stimmen. Du hast in der Politik nur mal viele Opportunisten, aber das würde ich nicht zum Kernpunkt der Analyse machen. Wie gesagt, agitatorisch ist das sicherlich sinnvoll und die Beobachtung trifft auf viele Charaktere, die wir auf Twitch sehen, sicherlich zu, aber analytisch halte ich das für falsch. Der Kern dieser Woken-Ideologie ist ja eben diese Teilung der Welt in identitär definierte Opfergruppen. Also du suchst dir irgendein beliebiges Merkmal, keine Ahnung, die Haarfarbe, die Augenfarbe, die Hautfarbe, das Geschlecht, was auch immer, und teilst die Gesellschaft in neue Grüppchen, erschaffst neue Identitäten durch Zusammenfügen und immer weiteres Aufteilen. Und dieser Prozess, der muss nie aufhören. Also es ist eine viel erfolgreichere, so ist Identitätspolitik viel erfolgreicher möglich, als sie beispielsweise bei den Rechten möglich ist. Da hast du ja deine nationale Identität, dann vielleicht noch deine religiöse Identität, da ist dann irgendwann Schluss. Aber diese Woken, die können sich durch das Suchen irgendeines Merkmals, sei es noch so irrelevant, und durch das Schaffen von immer neuen Identitäten so viele Identitäten erschaffen, wie sie es gerade für ihre Agitation brauchen. Ich meine, da gibt es jetzt also so völlig bescheuerte Konzepte wie Flinter oder People of Color oder völlig idiotisch. Aber das ist der Kern dieser Ideologie, dass du die Welt in identitär definierte Opfergruppen aufteilst. Und ich finde, das sollten wir auch grundsätzlich ablehnen, dieses Konzept. Ich von meiner Seite habe schon vor einem Jahr oder so gesagt, dass meiner Meinung nach diese Leute keine politische Position haben. Sie haben eine persönliche, emotionale Position. Sie haben für mich keine politische Position. Diesen ganzen unter Anführungszeichen Wokismus betrachte ich gar nicht als eine politische Ideologie. Das ist so ungefähr wie bei Faschismus, würde man auch nicht sagen, dass der Faschismus irgendeine ganz besondere Ideologie hat, sondern er hat eher eine opportunistische Strategie. Das heißt, der Faschismus hat bis jetzt irgendwie Nationalismus benutzt oder irgendwie so Rassismus und solche Sachen. Aber er kann auch anders. Er kann auch andere Dinge benutzen, wenn sie einfach notwendig sind für ihn, um an die Macht zu kommen. Das heißt, hier ist es auch ein bisschen so mit diesen Wokisten, die ich da sehe. Sie möchten eher an die Macht kommen. Und das, was sie haben, was sie in den Vordergrund stellen, ist keine politische Ideologie, sondern es ist ein Machtwunsch, ein Wunsch, gesehen zu werden. Es ist irgendwie so Narzissmus auf Steroiden, meiner Meinung nach. Deswegen sehe ich nicht, dass sie eine politische Position haben.
Ja, aber diese politische Ideologie, die spielt da überall mit rein. Also jeder Vorwurf, also wenn Dara oder Naitan auf dich reagiert oder mit dir spricht, dann sagt die ja nicht, du bist ein Feind. Das wäre ehrlich. Das wäre einfach, du bist ein Feind, deine Gruppe wollen wir zurückdrängen. Sie sagt, du bist ein Rechtspopulist, du bist ein Verschwörungstheoretiker, ein Verschwörungsideologe, du verbreitest hier problematische Dinge, das sagen sie. Also sie kleiden das moralisch ein. Und diese Moralisierung, die hat eben mit dieser Ideologie zu tun. Jo, aber was ist ihre politische Ideologie? Wie gesagt, die Welt in identitär definierte Opfergruppen einzuteilen. Ja, aber das ist ja nur ein Zweck für sie. Das ist ja nur ein Zweck für sie. Ja, genau. Eben, aber dann ist das keine politische Ideologie, weil eine politische Ideologie, zum Beispiel links, also Kommunismus oder Sozialismus oder linke Ideologien, die haben die Gleichwertigkeit aller Leute, Demokratisierung der Wirtschaft, keine Ahnung, sie haben so Dings. Sie haben keine Pfeiler, die haben keine Dinge, wo man einfach sagt, hey, die sind, haben eine Ideologie oder so. Sie, sondern diese ganzen Identitäten und so sind für sie einfach nur abstreifbare Mittel, die sie nun gegen manche verwenden, gegen andere wiederum nicht. Die, die ihnen nützlich sind, können zum Beispiel misogyn sein, das sagen sie gar nichts. Diejenigen, die sie nicht mögen, die brauchen ja nur schief schauen und die hassen schon Frauen, ohne irgendeinen Grund. Die zentrale Unterscheidung des Politischen ist nicht die Unterscheidung von bestimmten Inhalten, sondern die Unterscheidung von Freund und Feind. Und deswegen diese Opfergruppen-Ideologie, die fällt immer hinter die Unterscheidung von Freund und Feind zurück. Das ist klar, das sieht man bei den Brokisten ganz klar. Genau. Und deswegen haben sie keine Ideologie, sage ich. Deswegen sage ich, wenn sie eine Ideologie hätten, dann würden sie zum Beispiel diese Prinzipien, die sie haben, als ein höchstes Gut stellen. Aber das tun sie nicht. Sie haben keine Prinzipien. Sie haben einfach, und daran erinnert es mich einfach so an Faschismus, jeglicher Opportunismus wird genützt. Den einen erzählst du, wir sind Sozialisten, den anderen erzählst du, wir sind Nationalisten, den einen sagst du, wir sind Pro-Kapital, die anderen sagst du dies, jenes, bla bla bla. Hauptsache, du kannst einfach das machen, was du willst, nämlich an der Macht sein und dann das durchdrücken, was du für richtig hältst. Und das kann sich aber auch ständig ändern, was das ist. Und deswegen denke ich, dass diese Leute haben, wenn du dann mit ihnen auch redest, sie haben ja keine Prinzipien. Deswegen kannst du ja auch mit ihnen nicht über Politik oder Ähnliches ernsthaft sprechen. Wenn du anfängst, mit ihnen darüber zu sprechen, siehst du, sie kennen sich nicht mit Wirtschaft aus, sie kennen sich eigentlich nicht mit Ideologien aus, sie kennen sich eigentlich nicht mit Politik aus, sie haben einfach nur ihr emotionales Gefühl, das einfach sagt, das ist der Feind, wie du richtig gesagt hast, das ist meine Bubble, also meine Herde, die sind die Feinde, also kurz gesagt, ähnlich wie bei diesen autoritären Systemen, die einfach das Othering betreiben, also so, das gibt das innere Gruppe und die äußere Gruppe. Und die äußere Gruppe muss zerstört werden und die innere Gruppe muss gehalten werden. Und wenn wir dafür lügen müssen, Ideologien verbiegen müssen, hin und her, machen wir das. Ihr höchstes Ding ist zu gewinnen und nicht irgendeine Ideologie. Und deswegen halte ich sie für narzisstisch gesteuert eigentlich oder beziehungsweise eben machiavellistisch in ihrer Natur und nicht ideologisch. Das mag alles stimmen, aber damit agitieren sie ja nicht ihre Zuschauer. Sie sagen ja nicht, ich bin ein Narzisst und hier das sind unsere Feinde. Also wenn sie so rational argumentieren würden, dann würden denen ja nicht tausende Menschen zuschauen jeden Tag. Sondern sie sagen, ach, wir müssen uns für die Frauen, für die LGBTQAI plus sonst was Personen einsetzen. Also irgendwelche völlig verrückt konstruierten Identitäten. Und wenn jemand irgendwas gegen dieses Konzept dieser Identitätspolitik sagt, wenn irgendjemand etwas gegen einen Akteur aus unserer Bubble sagt, irgendjemand eines dieser Prinzipien irgendwie anfasst, also muss auch gar nicht schlimm sein, dann gehen wir auf ihn drauf, dann ist er ein Feind. Oder dann ist er nicht ein Feind, sondern dann ist er ein Rechtspopulist, dann ist er ein Nazi, dann ist er ein Faschist. Vollkommen austauschbare Begriffe, also es ist einfach ein anderes Wort für Feind. Moralisch aufgeladen, damit man es der Zuschauerschaft besser verkaufen kann. Aber das ist ja, also weil du sagst, so konstruierte Identität, jede Identität ist konstruiert, grundsätzlich. Das macht sie nicht schlechter oder besser oder irgendwas, das ist halt so. Auch eine nationale Identität zu sagen, ich bin ein Deutscher oder ich bin ein Österreicher oder ich bin ein Jugo oder was auch immer, ist ja auch konstruiert im Endeffekt. Weil was bedeutet das, ein Deutscher zu sein? Ja, jeder stellt sich was anderes darunter vor. Aber ich glaube, dass das dann als Waffe verwendet kann. Denk einmal zum Beispiel, wenn Leute Nationalismus ausnutzen, dann sagen sie, alles, was ich tue, tue ich ja nur für dieses Land und diese Bevölkerung. Und dann, wenn sie einen Feind haben, sagen sie, das ist ein Volksverräter. Ja? Und jetzt macht man es umgekehrt. Jetzt geht man dorthin und sagt, ich setze mich für die marginalisierten Personen ein. Und dann kommt jemand und sagt,
irgendetwas, was dem nicht gefällt, dann sagt er hasst diese marginalisierten Personen. Und dann wird das einfach so ausgerützt. Und das war mein ganzer Punkt mit diesem Narzissistenbegriff. Das herauszustellen, wie diese Leute einfach eben so Identitäten oder Ideologien für sich verwenden, als Waffe gegen ihre Feinde auf dem Weg, Macht zu erlangen. Das ist das, was wir dürfen diese Leute nicht woke nennen, weil diese Leute sind nicht woke. Ja, marginalisierte Gruppen zu benutzen, ist nicht woke. Marginalisierten Gruppen zu helfen, ist woke. Ja, und das tun sie nicht. Wo helfen sie irgendwem? Ja, machen das Gegenteil davon. Ja, sie natürlich sie helfen aus. Sie keinem. Und wie gesagt, du hast damit vollkommen recht, aber das ist so, wie wenn du zu einem radikalen Islamisten gehst und ihm dann andere Verse aus dem Koran zeigst und sagst, hier steht doch gar nicht, tötet die Ungläubigen, aha, sondern so seid nett zu allen Menschen. Mhm. Was? Ja. Ja, so meinst du das, ich verstehe dich, ja, aber ich glaube, dass jeder ideologische, deswegen bin ich ja gegen diese ganzen Ideologien, weil ich glaube, dass jeder, der dann auf Ideologien aufspringt, ist zu einem Verräter wird zwangsläufig irgendwann. Ich glaube, dass das irgendwie so, man denke zum Beispiel an die ganzen Sozialisten in der Sowjetunion, ja, die dann zu den Verrätern der eigenen Ideologie werden. Man denke einfach an die Leute, die sich heute Demokraten nennen und sagen, wir sind eine tolle Demokratie, die verraten das natürlich aus Machtdings heraus. Und da denke ich mir, bei denen ist das auch so. Und da muss man das herausstellen, dass es hier um ein Machtspiel geht. Genauso wie man die Sowjetunion und Stalin und Lenin kritisieren muss für ihr Versagen gegenüber dem Sozialismus, muss man auch diese Leute kritisieren für ihr Versagen gegenüber Wokismus. Ja, und deswegen sage ich würde sie ganz klar benennen, weil ich glaube, dass, weil das Problem ist, ich glaube, es gibt unter ihren Zuschauern genug Leute, die wirklich ernsthaft woke sind, die also so wirklich Menschen helfen möchten, die wirklich gute Menschen sind. Aber die werden von solchen Leuten einfach, denen wird einfach, ja, Honig auf die Brille geschmiert, um es so zu sagen. Weißt du, was ich meine? Ja, ich weiß, was du meinst, aber schon dieses grundsätzliche Politikverständnis. Wir haben hier Opfergruppen, selbst wenn sich dazu zu 100% identitär definierte Opfergruppen, wir haben keine materialistische Analyse, sondern wir haben Opfergruppen, die sind moralisch höher zu gewichten, die müssen wir jetzt irgendwie beschützen. Alleine dieses Politikverständnis führt zu diesen ganzen Folgen, die wir jetzt sehen. Selbst wenn das jetzt nicht so eine Charaktere wären, wie du sie gerade charakterisiert hast. Also dieses identitäre Politikverständnis führt zu dieser scharfen Freund-Feind-Scheidung. Wenn du nämlich so Opfergruppen hast, die moralisch gut sind, wenn du deine gesamte politische Agitation nicht auf Interessen aufbaust, sondern nur auf Moral. Wenn du sagst, diese Gruppen hier sind gut, diese Gruppen müssen beschützt werden, diese moralischen Werte hier sind gut und alle, die daran ja was Kritik äußern, die gehören zu den Bösen, dann hast du schon diese Freund-Feind-Scheidung drin und dann hast du letztlich auch schon diese antidemokratischen Tendenzen drin. Ja, klar. Natürlich. Aber ich sage nur so, ich würde sie auf keinen Fall dem das nennen, was sie vorgeben zu sein. Genauso wie zum Beispiel diese ganzen Politiker, ja, da draußen, die im Namen des Kapitals einfach die Demokratie abbauen. Die würde ich auch nicht Demokraten nennen. Da würde ich auch sagen, die sind korrupte, prokapitalistische, keine Ahnung was, Politiker. Aber ich würde sie sicher nicht Demokraten nennen. Genauso würde ich diese Leute nicht Wokisten nennen. Ich würde sie nicht Woke nennen. Wir brauchen einen eigenen Begriff für sie, um eben ihre Doppelmoral und ihre... ihr Falschsein klar darzustellen und zu sagen, schau, wie falsch die sind. Ja? Ja. Ich weiß, was du meinst, aber mit Woke ist jetzt nun mal diese Leute wie auch, nehmen wir mal einen anderen Bereich, Jan Böhmermann oder so, assoziiert. Das heißt, dieser Begriff ist schon verbrannt. Welchen Sinn hat es, einen Begriff, der eine ziemlich klare Ideologie beschreibt, den jetzt noch zu retten und dann noch einen anderen Begriff für diese Leute zu finden. Ich sag dir, der Sinn ist, dass Woke zu Recht auch mit links verbunden ist. Und mit links ist eine demokratische Wirtschaft verbunden, sprich Sozialismus oder was auch immer, was wir jetzt Gemeinwohlökonomie oder was auch immer für ein demokratisches Wirtschaftssystem. Das heißt, sobald die Woken, also die Leute, die Woke missbrauchen, mit links verbunden werden, wird uns der Hass zuteil werden, dass wir den Leuten nicht erklären können, dass wir eine demokratische Wirtschaft brauchen. Das heißt, erst wenn wir es schaffen, diese Pseudo-Woken von den echten Woken zu trennen, haben wir eine reine Linke in der Außenwahrnehmung und können dann erst glaubwürdig ein neues Wirtschaftssystem verkaufen, sprich kurz gesagt den Klassenkampf führen.
Ja, aber was heißt woke im eigentlichen Sinne? Das heißt, du bist besonders aufmerksam gegenüber Rassismus und gegenüber moralisch definierten Ungerechtigkeiten. Alleine dieses Politikverständnis, wie gesagt, dieses identitäre Politikverständnis. Wir haben jetzt bestimmte Opfergruppen, die sind besonders betroffen für Rassismus und für die müssen wir uns einsetzen. Das führt dazu, dass du irgendwann, wenn du halt keinen Rassismus in deiner Umgebung hast, dass du dann anfängst, Gespenster zu sehen und auf Leute und den Rassismus überall zu sehen. Das ist das Tocqueville-Paradoxon. Ja, je aber weniger Rassismus es gibt, desto mehr Rassismus wird dann gesehen. Ah ja, aber das ist dieser Missbrauch. Das ist dieser postmoderne Missbrauch. Da müssen wir uns davon lösen. Das ist dieses Politikverständnisses. Ja, genau. So, wenn man das postmodern betrachtet, dann kommt das dabei raus. Und davon müssen wir uns lösen. Weil das ist ja der Punkt. Dann wird plötzlich das Entdecken des Rassismus zum Zweck und nicht sozusagen zum Ziel, sondern es ist dann einfach das Mittel. Ja? Entdecken von Rassismus gibt ja Kudos und du kannst dich als was Besseres darstellen. Aber eigentlich müsste unser Ziel sein, Rassismus zu entdecken, damit wir ihn bekämpfen können. Aber sie wollen den Rassismus nicht bekämpfen, sondern sie brauchen ständig diese Munition, dass sie einfach einen Feind haben, damit sie sich als was Besseres darstellen. Deswegen sage ich, es geht ihnen gar nicht um die Bekämpfung von Rassismus, Sexismus und Co. Es geht ihnen nur das Outcallen, damit sie als was Besseres dastehen. Also diese Ideologie, die kommt von US-Elite-Universitäten, also sehr elitistischen Vereinigungen, die auch sehr neoliberal sind, wo sehr viele reiche Leute rumlaufen und wo also Rassismus jetzt eher ein geringeres Problem ist. Und da, oder Sexismus oder diese ganzen anderen Dinge. Und da hat man halt zuerst mit dieser Political Correctness angefangen und dann mit dieser Wokeness, mit dieser woken Identitätspolitik. Und da hat man halt sehr schnell angefangen, das Böse, den Rassismus überall zu sehen. Man hat dann bestimmte Worte ausgemacht, die man auf den Campus nicht mehr sagen durfte, wo dann Studenten, deren Eltern mehrere $10,000 jedes Jahr dafür bezahlt haben, dass sie überhaupt auf diesen Unis studieren durften, davor geschützt werden mussten, irgendwelche bösen Worte zu hören. Und wenn du diese Ideologie jetzt auf die reale Welt anwendest, also außerhalb dieser extremen, ja, Safe Spaces kannst du es jetzt nennen. Ja. Dann richtest du halt jede Menge Schaden an. Denn es hört niemals auf. Wie gesagt, du findest dann irgendwelche bösen Worte, die dürfen nicht mehr gesagt werden, und dann gerätst du in diese Euphemismus-Tretmühle. Dann hast du wieder eine neue Beleidigung, die wird dann wiederverwendet. Solange wie du das, also, verstehst du, was ich meine? Ich verstehe absolut, was du meinst, aber die Frage ist halt, wie man das stoppt. Und ich glaube, der einzige Weg, das zu stoppen, ist sozusagen den Wokismus vom Narzissmus zu reinigen und zu sagen einfach, wir dürfen nicht mehr zulassen, dass irgendwelche Konzerne oder irgendwelche Narzissten, Karrieristen, Influencer und so weiter diesen Kampf gegen, also oder sagen wir Kampf um die Rechte der Minderheiten für sich ausnützen, um als was Besseres dazustehen. Und da müssen wir als Linke uns einfach ganz, ganz hart hinstellen und einfach sagen, nein, dieser Kampf gehört uns und wir kämpfen ihn ehrlich, ihr wollt das nur ausbeuten. Ja, und da müssen wir diese Trennung schaffen. Wir als Linke einerseits, dass wir nicht mitmachen bei diesem Pseudovokismus von wegen so, keine Ahnung, eine Frau, die Schutzräume möchte, ist eine TERF und möchte, ist in Wirklichkeit ein Haufen Scheiße oder so, dass wir bei so einem Dreck nicht mitmachen und das verurteilen, aber andererseits dennoch darauf aufmerksam machen, dass es wirklich Diskriminierung gibt und das hart voneinander trennen. Ja, das ist wichtig und das funktioniert auch ganz gut. Also das, ja, wir müssen halt konsequent bleiben bei dem. Ich würde dieses identitäre Politikverständnis grundsätzlich streichen und dort einfach einen radikalen Universalismus entgegensetzen. Also sagen, alle Menschen sind gleich, alle Menschen sollten gleichberechtigt sein, aber irgendwelche identitären Merkmale sollten nicht dazu führen, dass man unter diesen identitären Merkmalen versucht, Gleichheit herzustellen. Also, keine Ahnung, nur weil jetzt Braunhaarige, ich nehme jetzt mal irgendein absurdes Beispiel, völlig egal, ob es stimmt, weil die durchschnittlichen 0, was weiß ich, geringeres Prozent geringeres Gehalt haben als Schwarzhaarige, heißt das jetzt nicht, dass wir eine Braunhaarigenquote in Vorstandsetagen brauchen. Also, man sollte solche Merkmale einfach gar nicht politisieren. Man sollte einfach sagen, alle Menschen sollten die gleichen Rechte haben. Punkt. Und danach brauchen wir eine vernünftige materialistische Analyse, dann brauchen wir meiner Meinung nach eine vernünftige Wirtschaftspolitik, deiner Meinung nach demokratische Betriebe und das ist eigentlich das Zentrale. Also erstmal sagen, alle Menschen sind gleich und lass uns um die materiellen Verhältnisse kümmern. Aber das wird nicht funktionieren, meiner Erfahrung nach, aus dem einfachen Grund, weil wenn wir das so versuchen, dann werden wir dort enden, dass man einfach sagen wird, Scheiße, jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte.
Damn. Mir ist der Gedanke gerade weggeflutscht. Du hast etwas, ich habe was im Chat gelesen, dann habe ich den Gedanken verloren. Im Chat schreibt. Achso, ja, genau, ich weiß schon wieder. Wir sollen uns auf diese Wirtschaft konzentrieren und auf dieses Dings. Und das geht nicht, weil sobald du dich draußen hinstellst und sagst, konzentrieren wir uns auf die Wirtschaft, kommen diese Leute und sagen, das ist ein Nazi, der Höcke liebt. Das ist ein brauner Wurm. Ja, exakt. Und deswegen dürfen wir auch nicht so tun, als wären, hätten wir mit diesen Leuten irgendwas zu tun. Das machst du ja nicht. Du kritisierst sie auch ganz klar. Also wir dürfen da inhaltlich nicht Kompromisse machen und sagen, ja, wenn ihr echte Woke wärt, wenn ihr euch wirklich für die Opfergruppen einsetzen würdet, dann... Also das machen sie ja offensichtlich nicht. Sie machen das, um Machtgewinn zu bekommen und jetzt von denen charakterliche Integrität einzufordern, ist ein bisschen billig und es wird auch nicht funktionieren. Diese Leute wissen, dass die Strategie, die sie da gerade fahren, für sie funktioniert. Und sie werden das nur ändern, wenn sie politische Niederlagen erleiden. Nicht, wenn sie darauf angesprochen werden, dass ihr Verhalten nach ihren eigenen moralischen Maßstäben, wenn man die jetzt universalistisch anlegt, nicht zu rechtfertigen ist. Ja, aber ich glaube, man muss den Leuten, die sie blenden, helfen. Das ist mein Zugang. Ich sage, ich muss den Leuten helfen, die von ihnen geblendet werden. Weil diese Leute das abziehen können, liegt doch nur daran, dass die Leute darauf reinfallen. Ja? Irgendwie muss man es schaffen, die Leute, die darauf reinfallen, aufzuwecken und ihnen zu sagen, hey, du bist hier verarscht. Okay? Ich weiß, der Mensch sagt, der will dir helfen, aber der will dir in Wirklichkeit nicht helfen. Der redet einfach scheiße. Ja? Irgendwie muss das doch möglich sein. Ist so mein Zugang. Ich weiß nicht. Vielleicht bin ich naiv. Vielleicht bin ich naiv. Vielleicht geht das nicht. Ja? Aber das ist irgendwie so mein Zugang. Ja. Agitatorisch finde ich das super sinnvoll, aber wie gesagt, analytisch, da haben wir jetzt drüber geredet, wir sind da tatsächlich gar nicht so weit auseinander. Ja. Ich würde jetzt mehr Widerspruch ernten. Ja, also damit hatte ich eigentlich den Hauptteil durch. Wie gesagt, ich kritisiere dieses identitäre Politikverständnis generell und würde da einfach einen Universalismus gegensetzen. Das wäre mein Take zu dem Thema. Ja, kann man machen, auf jeden Fall, ja. Ich weiß ja auch nicht, ob das, was ich mache, funktioniert oder ob das besser ist, was du sagst. Ich würde sagen, einfach man versucht beides und schaut, was besser funktioniert in der Realität. So mehr kann man eigentlich nicht machen, im Endeffekt, ja. So, ja. Ich weiß ja auch nicht, ob das richtig ist, was ich da, ich versuche, also das ist bei mir alles ein Trial and Error. Ja, ich war ja zuerst mal bei denen und dann habe ich gesehen, das ist nicht so meins und dann habe ich verstanden, wo das Problem ist und es gibt ja coole Leute bei dieser ganzen Nummer und dann gibt es wieder, schau, diese Leute verstehen nicht, dass Konkurrenz das Problem ist. Sie denken einfach, solange sie einfach den Rechten bekämpfen, sind sie einfach auf der richtigen Seite. Sie verstehen nicht, dass dieser Kampf sie komplett unfähig macht, eine bessere Welt zu erschaffen. Und dass, wenn sie die Rechten bekämpft haben, es nicht eine bessere Welt da sein wird. Weil sie gekämpft haben. Das ist das Problem. Und das verstehen sie auch nicht. Sie werden jetzt sagen, das ist naiv, wenn ich nicht kämpfe, dann gewinnen die Rechten. Nein, das ist ein komplettes... es ist sehr schwer, das zu erklären. Ja, und Rechter ist jeder, der mich irgendwie kritisiert hat. Also das eben, ist eben. Ja ihre Definition für Rechten. Rechts. Und jetzt ist die Frage, wie benennen wir diese Leute? Du hattest ja Nazischisten vorgeschlagen. Ich habe bei Wetzold Plaum jüngst einen neuen interessanten Begriff gehört, den regressive Linke. Mhm. Was sagst du dazu? Also was da ist der Begriff Linke drin. Das ist, glaube ich, das Problem. Aber was ist die regressive Linke? Regressive, eine Linke, die sich also die keine positiven Visionen hat, sondern die sagt, wir wollen irgendetwas Böses bekämpfen oder zu irgendeinem alten, besseren Zustand zurück. Also wir wollen beispielsweise Rassismus bekämpfen und dann sieht man überall Rassismus. Man hat gar keine positive Vision, wie beispielsweise eine universalistische Gesellschaft, wo alle gleich sind, sondern man sieht nur, hat nur einen Feind ausgemacht und der muss jetzt bekämpft werden. Und das ist grundsätzlich... Aha. Also laut Wetzold Plaum kann sich jeder auf seinem Kanal ansehen. Das ist, glaube ich, eins der neuesten Videos, was er da hochgeladen hat. Die regressive Linke. Und das führt eben dazu, dass man anfängt, politische Gegner halt so klar an Freund und Feind zu teilen und dann auch liberale Errungenschaften wie die Meinungsfreiheit immer weiter einzuschränken. Ja, Wetzold ist ein komischer Charakter, absolut. Ja, ein komischer Charakter. Na, so, ich kenne ihn schon sehr, sehr lange. Und ist irgendwie ein komischer, weirder Charakter. Irgendwie finde ich ihn sympathisch, aber was das Politische angeht, sehe ich die Dinge doch anders als er. Aber dumm ist er wirklich nicht. Also es ist interessant. Der war ja früher mit Stefan Bartonek bei Gruppe 42. Sie hatten ja den Kanal gemeinsam. Der kommt ja aus dieser Ecke. Ja,
Genau, ja, regressive Linke, okay, interessanter Begriff. Das ist irgendwie so als ein Konter zu diesen Progressiven, weil sie nennen sich ja immer progressiv, aber in Wirklichkeit sind sie ja gar nicht progressiv, meiner Meinung nach. In Wirklichkeit erhalten sie den Status quo, weil das, was sie da als Progressivität verkaufen, ist in meiner Wahrnehmung eigentlich schon da. Es ist einfach, sie versuchen, den Status quo zu stützen und alle zu zerstören, die das eigentlich weiterführen möchten. Die sagen möchten, okay, so wie es jetzt läuft, ist das nicht perfekt, das ist nicht in Ordnung. Das ist kein materialistischer Zugang, diese Definition von regressiv, sondern sehr idealistischer. Und das kann man sicherlich kritisieren, dass du einfach auf die Visionen guckst, die du hast. Und wenn du einfach nur Negativabgrenzung hast, also da sind die Feinde, die müssen wir bekämpfen, oder da ist dieses böse Problem, wenn das weg ist, dann ist alles gelöst. Das sieht man ja auch bei Leuten wie Dara. Der sagt ja, wir könnten ja so sachlich diskutieren, aber leider sind die Menschen zu doof und es gibt diese Verschwörungstheoretiker, die ihnen immer Sand in die Augen streuen. Und das ist das eigentliche Problem. Faschismus, Nationalismus, fehlgeleitete Linke, alles auf Verschwörungstheorien zurückzuführen. Ja. Das ist halt genau dieses negative Herangehen an Politik. Richtig, und das ist aber, was der Status quo ist, meiner Meinung nach. Weil das wirst du auch bei einem Böhmermann hören, das wirst du auch bei der Amadeo-Antonio-Stiftung hören, das wirst du auch bei der SPD hören, das wirst du auch bei den Grünen hören. Das ist irgendwie wirklich der Status quo schon, diese Analyse. Aber diese Analyse ist vollkommen verkehrt, meiner Meinung nach. Das ist für mich das, was wirklich gefährlich ist, ja, weil das einfach den Status quo stützt. Und diese Leute tun, als wären sie progressiv, sind sie aber nicht. Ja, sind sie überhaupt nicht. Sie sind eben regressiv, oder sie sind aber auch konservativ auf eine Art, weil sie einfach Macht erhalten dadurch, dass sie sich so verhalten. Ja. Aber ja, da kann man sehr lange durchanalysieren und sich überlegen, wo man da hinkommt, weil das... viel eine Frage von Definitionen ist und auch sehr viel eine Frage davon ist, wie man darauf dann schlussendlich reagiert. Und ich glaube, die beste Lösung ist tatsächlich, jeder macht das, woran er glaubt. Und wir werden dann sehen, was sich durchsetzt. Weil im Endeffekt befinden wir uns hier auf einem neuen, wie sagt man, in einer neuen Situation. Und der eine sagt, wir müssen mehr so, und der andere sagt, wir müssen mehr so. Und ich sage, machen wir doch beides. Wir werden sehen. Ja, wir werden sehen, was funktioniert oder nicht funktioniert. Ja, aber wichtig ist... Ja. Achso, ich wollte dich jetzt nicht unterbrechen, gewissermaßen muss schon klar sein, wo man da gemeinsam handelt. Wenn beispielsweise irgendeine Streamerin angegriffen wird, weil sie einfach nur Bilder aus dem Schulbuch zeigt und dann dekadent da mit übelsten Beleidigungen auf sie losgeht, also dass man das dann kritisieren sollte, ist, glaube ich, klar. Absolut. Da bin ich 100% dahinter, dass ich sage, da müssen wir alle mit... Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, ich habe das auch schon in einem Video auf YouTube gesagt. Habe ich ja letztens veröffentlicht aus dem Stream, wo ich genau das gesagt habe. Es ist wichtig, dass wir zusammenhalten. Das ist so ein... Jemand hat scherzhaft gesagt, Erwin möchte eine antivoke NATO gründen. Also so ein Verbund einfach aus Kreatoren, die, sobald einer von uns angegriffen wird, gehen einfach alle drauf los. So eben wie bei Lucy, da hat man es super gesehen. Da sind wir einfach alle aufgesprungen. Imp, du, ich, Brotfunk, alle waren dabei und plötzlich hat es einfach geheißen, so nein, About the Fruit natürlich und Hugo und was weiß ich was. Und plötzlich steht man da und sagt einfach, nein, so nicht. Das lassen wir mit uns nicht machen. Ja? Sinan ist dann auch draufgesprungen. Super, so muss das sein. So muss das immer sein. Ja? Egal, wer von uns angegriffen wird. Es muss einfach verteidigt werden. Und das machen wir schon ganz gut. Und das, was mir vor allem gefällt, da haben wir im Discord gestern darüber philosophiert, das, was wirklich schön daran ist, ist, dass wir uns nicht absprechen, dass wir nicht so eine Bubble sind, die einfach sagt, wir müssen jetzt alle einfach uns gegenseitig einschleimen und uns gegenseitig ablecken, einfach, damit wir da zusammenhalten. Sondern nein, jeder von uns ist sehr individuell. Wir widersprechen uns vielleicht in sehr vielen Punkten, aber wir denken uns einfach, nein, also es gibt ein Grundrecht, in dem wir uns einig sind, nämlich jeder soll seine Meinung sagen können und jeder soll frei sein dabei. Und dafür kämpfen wir gemeinsam. Und wenn wir unterschiedlich sind in gewissen Meinungen, ja mein Gott, so ist das halt. Ja. Es ist halt das Leben. Ja. Und da ist gerade wieder was Interessantes passiert. Also die Cancel Culture, die hat in den letzten Tagen wirklich ziemlich heftig zugeschlagen. Also Nemesis wurde gesperrt, das hatte ich ja schon vorhin gesagt, über Schuljoka. Die Grenzgänger, da wurden 3 Videos gelöscht. 2 zu Jürgen Todenhöfer, 1 zu Tobias Huch. Das kann sich jeder ansehen. Also wir sehen, wie diese Taktiken des Wegcancelns von Videos mittlerweile auch außerhalb der Woken Bubble völlig normal und akzeptiert zu sein scheinen. Also ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast bei den Grenzgängern. Habe ich mitbekommen, ja. Wurde mir gezeigt, ja.
Und ja, klar, natürlich. Das ist ja dieses, worüber wir uns, auch Herr Seller hat ja sehr viel darüber geredet, ja, dass eigentlich auf der rechten Seite oder welcher Seite auch immer das gleiche Verhalten wie bei den Wokis ist. Das ist dieses Status Quo-Verhalten, wo einfach, und das, was du auch vorher über Dara gesagt hast, mit so, sobald du komische, also so Fragen stellst, die vielleicht ein bisschen deeper reingehen und sagen, okay, werden wir hier verarscht alle miteinander vielleicht, dann kommt sofort diese Sache, du bist ein Verschwörungsideologe, du verbreitest Verschwörungstheorien. Und damit schützt man ja die Mächtigen. Oder wenn man hingeht und sagt, oh, der redet hier einfach gegen Eliten. Wer weiß, was er mit Eliten meint. Hey, Konzern, kannst du den sperren? Weißt du, das ist dieses Verhalten. Das ist dieses Verhalten, wo sie eigentlich die Status Quo, die Macht erhalten. Ja? Und das ist, ja, das ist einfach ein, deswegen halte ich sie nicht für progressiv. Ich halte sie für konservativ in Wirklichkeit. Also konservativ im Sinne von Macht konservieren. Ja? Kulturkonservativ, ja. Ja, also genau. Das ist sehr interessant eigentlich in Wirklichkeit. Ja. Aber wir werden sehen. Ich glaube, langsam fangen sie an zu verlieren. So, wirklich, die ganze Welt hat schon so die Schnauze voll von diesen Leuten. Und ich finde es wichtig, dass man an der Stelle versteht, dass man nicht die Schnauze voll von Woken hat, sondern von Narzissten, sondern von diesen Selbstdarstellern, diesen Karrieristen, diesen ganzen neoliberalen Subjekten, das sind die ganzen Ich-AGs, das sind diese ganzen Homo economicus da, ja, die sich so verhalten. Und sie müssen ja gar nicht woke sein, wie du schon gesagt hast, du siehst das auch bei anderen, ja, die überhaupt nicht woke sind, die das plötzlich alles machen. Bei den Rechten, bei den Neoliberalen, bei den Dings. Und ich glaube, das ist wichtig, dass man das herausstellt und einfach sagt, nicht Wokismus, sondern dieser Narzissmus, das ist das Scheißproblem. Und den gibt es auf jeder Seite. Dieser Homo economicus, dieses neoliberale Subjekt geht uns gerade am Sack. Das hat sich voll entwickelt seit den 80ern, seit diesem Film Wall Street, wo es um Gordon Gekko ging. Heute sind alle Gordon Gekko. Heute sind alle diese Geschäftsleute, die einfach nur auf ihren eigenen Profit schauen und alle anderen wegficken und überhaupt keine Skrupel haben. Und lügen und betrügen und machen, was sie müssen. Ja, und deswegen müssen wir gegen eben Narzissmus vorgehen oder gegen diese Karrieristen und nicht eigentlich gegen Wokismus. Weil gegen Wokismus vorzugehen, wie gesagt, dann übersiehst du die ganzen Karrieristen auf der rechten Seite oder bei der FDP oder bei wem auch immer. Ne? Das heißt vorgehen, dieses identitäre Politikverständnis, das würde ich halt versuchen. Also ich kämpfe jetzt niemanden, der das hat, aber das haben ja auch viele aus unserem Lager. Aber dieses, ich muss jetzt so penibel darauf achten, dass sich hier auch keiner verletzt fühlt. Es wäre mir am liebsten, wenn die meisten das aus ihren Köpfen streichen würden und schauen würden, welche Interessen sind in der Gesellschaft, wie könnte man da am besten Ausgleich finden und wie könnte ich da am besten meine eigenen Wertvorstellungen mit einbringen. Und nicht die Welt dann gleich in Gut und Böse teilen und gucken, wo wird hier jetzt irgendwie eine Opfergruppe angegriffen, weil man dann tatsächlich sehr schnell in das abgleitet, was wir da bei vielen Charakteren sehen. Ja, ja, aber ich habe das, lustigerweise habe ich ein Gespräch mit jemandem gehabt vor kurzem, der dann irgendwie so gedroppt hat, ja, heutzutage kannst du als Weißer gar nichts mehr sagen und irgendwie die Weißen werden irgendwie da voll so in ihrer Meinungsfreiheit beschränkt und irgendwann wird man als Weißer gar nichts mehr. Und dann habe ich mir einfach gedacht, Bro, das ist genau der gleiche dumme Scheiß, wenn mir einfach jemand kommt und anfängt zu erzählen, ich als Ausländer darf gar nichts mehr sagen und in Wirklichkeit. Es ist der gleiche Identitätsbullshit. Nur bist du jetzt ein Weißer, der unterdrückt ist. Und der andere erzählt mir, er ist unterdrückt, weil er Bulgare ist. Der nächste ist unterdrückt, weil er Albaner ist. So, wir sind alle unterdrückt, okay? Aber bitte hört auf, einfach euch. Wir sind unterdrückt, weil wir einfach arme Peasants sind, weil wir einfach nichts sind. Und nicht weil wegen unserer Hautfarbe, Mann. So funktioniert das nicht. So einfach ist es. Es gibt auch Unterdrückung wegen Hautfarbe, aber das, wenn man sich da in diese Identität hineinbohrt und alles, was jemand einen kritisiert, ist sofort Rassismus. Das ist so, come on, da bist du zu weit gegangen, weißt du? Ja, die Woken, also die haben das, wie gesagt, über den Begriff kann man streiten, aber die haben das perfektioniert. Dieses identitäre Politikverständnis. Ich habe jüngst bei Neiter gelernt, dass geistige Behinderung jetzt auch noch eine Marginalisierung sein sollen. Also bitte erklär mir, was eine Marginalisierung ist. Wenn das eine statistisch feststellbare Ungleichheit zwischen irgendwelchen identitär definierten Gruppen ist, halte ich das für vollkommen schwachsinnig. Aber alles ist eine Marginalisierung. Und was macht er als nächstes? Stellt sich dann in die Opferrolle. Also das siehst du bei all diesen Leuten. Wenn Shoyoka kritisiert wird, ich werde nur kritisiert, weil ich eine Frau bin. Ja, genau. Ja. Naja, ich habe eh spaßhalber mal gesagt, jeder, der mich ab jetzt kritisiert, ist ein Ausländerfeind und ein Rassist. So.
Ja, weil es ergibt doch überhaupt keinen Sinn. Das ist doch, kann man machen, aber das ergibt keinen Sinn. So, es ist ein Machtinstrument dann im Endeffekt. Ja, so. Ja, und da ist jetzt noch die Frage, du hast ja gemeint, bei Shoyoka sei das Mobbing, wenn man sie kritisiert. Also wieso ist es Mobbing, wenn man auf Shoyoka reagiert, aber nicht, wenn man auf Dara oder Naito reagiert? Nein, ich habe nicht gesagt, dass es Mobbing ist, wenn man Shoyoka kritisiert. Man soll Shoyoka kritisieren und alles. Aber wenn man anfängt, und das hat nichts damit zu tun, dass sie eine Frau ist. Jeder Mensch, dem man sich so gegenüber verhalten würde, wäre es Mobbing. Wenn man einfach anfängt, irgendwie sich dort hinzugehen und zu sagen, ah, ich trinke deine Tränen sind mein Gleitgel, bla bla bla, solche Sachen, dann ist das für mich einfach Mobbing. Dann ist das einfach so, du ergötzt dich am Leid eines anderen. Das finde ich absolut nicht in Ordnung. Und da ist es egal, ob Shoryuken ein Mann, Frau oder was auch immer, divers ist, ist mir egal. Ja. Das finde ich einfach nicht in Ordnung. Das geht dann zu weit. So. Ach so, also dir geht es nur um das Verhalten von der Bubble, die sie kritisiert hat, konkret. Ja, genau. Wenn KuchenTV kommt und sachlich kritisiert und sagt, schau, hier hat sie gelogen, hier hat sie was behauptet, dann ist das vollkommen gerechtfertigte Kritik. Das soll auch so sein. Finde ich auch wichtig, weil sie hat nachweislich schon ein paar Sachen behauptet, die nicht in Ordnung sind, also die gelogen waren. Oder die, zumindest sagt KuchenTV, ich distanziere mich davon, ich will ja nicht verklagt werden. Aber ich glaube, dass das einfach grundsätzlich okay ist, sie zu kritisieren und darauf hinzuweisen, dass Dinge nicht zusammenpassen. Ja? Aber Mobben ist Mobben, Alter. Das ist, wenn du hingehst und einfach sagst, ah, schau sie dir an, sie heult, das ist so geil, ja, leide noch mehr, dann geht's mir gut. Das ja, geht wie nicht. Gesagt, das ist too much. Da finde ich jetzt auch nicht jede einzelne Aktion gut. Also, aber diese moralische Bewertung, die ist für mich tatsächlich irrelevant. Ich finde das politische relevant. Und wenn Shoyoka hingeht und versucht, Kritiker sperren zu lassen, KuchenTV, Nemesis heute wieder, dann ist das gefährlich, weil dann wir alle gesperrt werden können. Also wenn die damit so einfach durchkommen. Aber was und, ist, wurde der Nemesis schon wieder gesperrt? Ja. Heute? Weil der wurde vor 2 Tagen gesperrt, vor 3 Tagen. Dann habe ich das erst heute mitbekommen, okay. Aha, okay. Nein, er wurde schon vor 2, 3 Tagen. Ich glaube, der müsste schon wieder entbannt sein. Ich glaube, der müsste schon wieder da sein. Also der streamt morgen. Der hat auf Kick gestreamt, habe ich gesehen. Dann bin ich einfach nur ein bisschen langsam. Ich hatte ihn gestern gefragt, warum er gesperrt wurde. Dann hatte ich das gestern mitbekommen. Okay. Ist ja auch egal. Ist trotzdem ein sehr aktuelles Beispiel, ob es jetzt 3 Tage her ist oder 1 Tag. Nee, aber du und Imp, ihr habt, dass ihr nicht mehr auf Shoyoka reagiert, so begründet, dass es, also auch so begründet in euren Videos, dass es ihr schlecht gehen würde. Nein, ich habe darauf nicht mehr reagiert, weil ich mir einfach gedacht habe, dass ich das einfach nicht in Ordnung finde, was für eine so Stimmung einfach entsteht. So, ah, sie ist einfach so, jetzt mach mal sie fertig. Und so, finde ich nicht in Ordnung, diese Stimmung, die gefällt mir nicht. Zu kritisieren, was sie macht oder was da passiert, ist gut. Und da war ich am Anfang auch dabei, aber dann habe ich gesehen, das geht zu weit. Und dann habe ich gesagt, naja, da mache ich nicht mehr mit. Das finde ich nicht okay. So, aber ihr Verhalten war da irrelevant. Ihr Verhalten war da irrelevant für mich in dem Moment, weil sich das so verselbstständigt hat, dass ich mir einfach gedacht habe, na, finde ich nicht korrekt. Ich möchte nicht da mitmachen, weil selbst wenn meine Kritik nur objektiv gewesen wäre, hätte ich trotzdem denen in die Hände gespielt, die einfach nur buchstäblich Blut sehen wollen, also die so wirklich Schweiß trinken wollen, ja, Angstschweiß oder wie haben sie das gesagt? Das mag ich nicht, das gefällt mir nicht. Ja. Wie gesagt, also in der Form habe ich mich auch nie geäußert. Ich habe halt immer kritisiert, ist wieder näher ans Mikrofon. Ich habe halt immer kritisiert, dass sie gegen die Meinungsfreiheit vorgegangen ist und versucht hat, ihre Kritiker zu canceln. Ja, klar. Das finde ich auch nicht in Ordnung, dass sie jetzt irgendwelche DMCA-Strikes. Aber ich glaube, sie weiß sich nicht mehr zu helfen. Sie weiß nicht, was sie. Also, nein, wenn du Alert hast und retweetest, dann weißt du, was du tust. Und dann forderst, dass deine Kritiker gesperrt werden. Ja, ich weiß, das ist halt nicht in Ordnung, aber die Frage ist immer, inwieweit muss man selber zu dem werden, was man in anderen nicht mag? Ja, so wenn Shoryuken sich falsch verhält, muss ich sie jetzt fertig machen? Ich weiß nicht. Ich glaube nicht. Nee, nicht fertig machen, sachlich dafür kritisieren, was sie macht. Deswegen. Jo.
Das kann man machen, da habe ich auch nichts dagegen. Ja. Ich würde es nicht machen, wie gesagt. Ich würde es nicht machen, aus dem einfachen Grund, weil ich dann das Gefühl hätte, dass ich dann etwas anfeuere, was schon längst nicht mehr sachlich ist. Ja? Einfach so mein Sensor für soziale Bewegungen zeigt mir so, na, da will ich nicht mitmachen. Da habe ich keinen Bock. Das geht zu weit für mich, was da passiert. Ja? Wobei ich das absolut nicht korrekt finde, dass irgendwelche Leute sperrt, bannen lässt und dass sich die Konzerne auf ihre Seite gestellt haben. Das ist eine Katastrophe. Das ist unfassbar. Ja? Aber andererseits verstehe ich sie auch, dass sie sich über jede Hilfe freut und dass sie einfach so einen Druck hat, dass sie absolut alle Register zieht, egal wie scheiße das ist und dass sie irgendwo eine Rechtfertigung darin sind, weil das, was ihr widerfährt, sie als eine riesengroße Ungerechtigkeit empfindet und sich einfach denkt, sie wollen mich zerstören, also habe ich jegliches Recht auf Verteidigung. Kann ich nachvollziehen. Ja, das ist dieses Freund-Feind-Denken. Das ist, meine Feinde, die müssen am besten aus dem Diskurs ausgeschlossen werden. Das ist politische Strategie. Das hatten wir ja schon analysiert. Ja, ja. Also sie arbeitet ja nicht ohne Grund mit Leuten wie Tilted Flosse, Dave oder Alerta zusammen. Da denkt sie sich was bei. Ja, aber wie gesagt, ich habe mich da rausgenommen und habe mir gedacht, na, das spiele ich nicht mit. Vor allem sehe ich auch die Gefahr bei ihr als einer, ja, sage ich mal, Person, die sich schon darüber beschwert hat, dass es ihr psychisch nicht geht, sehe ich einfach die Gefahr, dass sie sich auch was antut oder sowas und da möchte ich kein Teil davon sein. Echt nicht. Ja, wie gesagt, soll man dieses Opfergehabe belohnen? Also soll man jetzt, nur weil jemand sagt, mir geht es so schlecht, ich bin eine Frau, kritisiert mich nicht, soll man das dann honorieren damit, dass man ihn nicht mehr kritisiert? Und das sehe ich halt sehr kritisch. Damit setzt man mich den anderen, also damit, das ist ja auch ein Teil dieser Ideologie, dass man nicht nur dem Gegner das absolut Schlimmste unterstellt, sondern dass man sich selbst dann auch noch in eine Opferrolle stellt. Ja, ich verstehe, was du meinst, aber vielleicht sollte man dann auch nachlassen, wenn sie sich so als Opfer sieht, vielleicht wäre das Beste, was man tun kann, einfach sagen, okay, dann greifen wir dich nicht mehr an. Weil dann kann sie sich nicht mehr... Ja, dann honoriert man das ja. Aber wieso honoriert man das? Ich glaube, dann ignoriert man das. Und wenn Ignoranz Honoration ist, dann Honorierung ist, dann weiß ich nicht, ich finde nicht. Aber okay. Merkt sie, dass sie mit der Masche Erfolg hat? Und damit sorgt man dafür, dass diese Masche halt noch häufiger angewendet wird im allgemeinen Diskurs. Also das ist ein Problem, dass, obwohl das war nicht ich, das war ein anderer Gast, dass bei Real Talk ist das auch vor kurzem besprochen wurde. Was meinst du? Was dieses Problem, dass wenn du auf dieses Opfergehabe eingehst, dass du dann damit die Gesellschaft, den gesamten Diskurs Schritt für Schritt immer mehr dahin veränderst, dass es sich lohnt, sich als Opfer zu inszenieren. Dass sich dann Leute sagen, ich bin ein armes Opfer, kritisiert mich nicht, lasst mich in Ruhe, gebt mir Aufmerksamkeit, Ja, weiß ich nicht. Also ich glaube nicht, dass es da um Belohnung geht, weil ich glaube nicht, dass es eine Belohnung ist, zu jemandem zu sagen, das ist mir zu blöd, ich mach da nicht mit. Nee, du veränderst den Diskurs damit in diese Richtung, dass diese Strategie häufiger angewendet wird. Weiß ich nicht. Ich glaube, dass diese Opferrolle, in der sie heute ist, da hat man sie dadurch gedrängt, dass man Grenzen überschritten hat, so dass sie tatsächlich ein Opfer ist. Also das ist unmissverständlich klar, dass sie ein Opfer ist. Ja, und ja, also ja, ich halte von dieser Moral... Sorry. Ja, sag nur. Ich wollte nur sagen, ich halte von dieser moralisierenden Betrachtung, dieser Unterteilung von Täter und Opfer überhaupt nichts. Also alleine diese Kategorien machen für mich überhaupt keinen Sinn. Ja, okay. Aber ich sage nur, für mich macht es auch keinen Sinn. Ich glaube, dass sie tatsächlich mittlerweile ein Opfer ist. Ich glaube tatsächlich, dass auch KuchenTV ein Opfer ist. Ich habe das Gefühl, dass alle zu Opfern werden. Dass Nemesis ein Opfer ist, ich habe das Gefühl, in diesem, so wie es halt in einem Krieg ist praktisch, ja, nur haben die keine Waffen. Und die sind alle Opfer und sie sind alle Täter, meiner Meinung nach. Ja, sie hauen sich alle gegenseitig alles an den Kopf, machen sich gegenseitig fertig und haben komplett sozusagen die ganze Relation und das, worum es geht, aus dem Blick verloren. Es ist nur noch so Racheakte auf beiden Seiten und es wird alles in den Dreck gezogen. Und ich glaube, dass man sich aber dadurch so
gegenseitig wirklich Unrecht tut und sich gegenseitig mit Scheiße bewirft und dadurch sich beide als Opfer inszenieren. KuchenTV inszeniert sich auch als Opfer, Shoryoka inszeniert sich als Opfer und sie sind auch tatsächlich Opfer und sie sind aber auch beide Täter und es ist einfach nur noch dumm. Es ist einfach nur noch, es ist nur noch eine Spirale nach unten, die keinen Sinn ergibt, meiner Meinung nach. Ja, wie gesagt, ich würde das gar nicht so moralisch mit Opfer und Täter sehen. Also, es ist nicht moralisch, sondern ich versuch zu erkennen, was systematisch passiert. Es ist nicht moralisch. Das ist kein Urteil, jemand ist ein Täter, sondern einfach eine Feststellung. So, ja. Und ich glaube nicht, dass das sinnvoll ist für irgendwen von Ihnen. Weil jetzt also ich sehe, dass Shoryoka Follower verliert und dass die Woken immer mehr zurückgedrängt werden. Also... Ja, okay. Wie bei dem, was bei dir hier passiert. Also wir sehen ja, wie Naitan und Dara und Co. sich immer mehr lächerlich machen und auch, ne, die verlieren jetzt vielleicht nicht Follower, also bei Shoryoka, da sieht man das richtig extrem, wie wenn diese Walken irgendwie mal in den Diskurs gedrängt werden, weil große Influencer dauernd was zu ihnen machen und sei es jetzt noch so blöd und noch so oberflächlich, dass sie dann eigentlich nur verlieren können. Also und dass sie dann gegen den freien Diskurs vorgehen. Ja. Wir werden sehen, ich weiß es nicht, wie gesagt. Ja, ich finde, bei dem Fall, da zeigen sich diese Punkte, die wir gerade rausgearbeitet hatten in der letzten Stunde, ziemlich gut. Deswegen, da kann man das wirklich exemplarisch zeigen. Ja, ja, du, wie gesagt, deswegen, ich habe dir nur gesagt, wieso ich mich da raushalte. Da ist nicht, dass es richtig ist, was ich tue. Vielleicht sollte ich mich nicht raushalten, aber ehrlich gesagt, ich habe, ja... Ja, mach, was du für richtig hältst. Ich wollte dir jetzt keine Empfehlung geben. Ich wollte nur fragen, wie du das siehst. Ja, ja, na, deswegen habe ich dir gesagt. Aber ich kann jetzt nicht argumentieren, warum man sich da raushalten soll oder irgendwas. Ich sage nur, warum ich sozusagen mich raushalte. Und wenn du sagst, nein, da muss man jetzt durchziehen und kämpfen, mach das halt. Ist okay, aber... Ja, nicht durchziehen und kämpfen. Einfach, wenn sie Leute versucht zu sperren, beispielsweise dagegenhalten. Ja, ja, okay. Also ich reagiere ja fast nie auf sie, sondern sie ist immer nur Thema, wenn sie versucht, Leute wegzucanceln oder wenn irgendwelche großen Stiftungen wie die Amadeo-Antonio-Stiftung oder irgendwelche Bundestagsabgeordneten oder irgendwelche Fernsehsender so Solidaritätsadressen ihr zusenden. Also wenn das wirklich auf der größeren Ebene angekommen ist, dann ist sie Thema gewesen. Absolut, absolut. Das ist auch etwas, für mich als Person völlig irrelevant. Das ist auch etwas, was ich auch so kritisiere. Das ist auch etwas, wo ich einfach sage, so, ja. Ja, hier steht im Chat, du kannst dich ja rausholen, aber Mitleid mit Shoryoka für die Opferrolle, I don't know. Ich habe grundsätzlich nicht Mitleid, sondern einfach Mitgefühl mit allen Menschen. Und ich glaube, dass sich viele nicht vorstellen können, was Shoryoka erlebt. Es ist nicht einfach, so viel Hate abzubekommen. Sie kriegt Drohungen, sie hat Angst, aus dem Haus zu gehen. Sie hat Angst, auf der Straße herumzulaufen. Ja? Es ist nicht einfach, so viel Hate abzubekommen. Ja, und ich glaube, das übersieht man. Es ist schon, dieser Beef ist so weit vorangeschritten, dass die Leute überhaupt nicht mehr so ein Mitgefühl für die Gegenseite haben. Ja, so diese Shoryoka-Seite hat kein Mitgefühl mit KuchenTV, was eine Katastrophe ist, weil KuchenTV wurde auch extrem viel Unrecht getan. Und die KuchenTV-Seite hat nicht das Mitgefühl für die Shoryoka-Seite, die genauso leidet. Ja, und sie spielen alle dreckig und sie sind alle, machen korrekte Sachen. Aber im Endeffekt sind das Menschen und im Endeffekt leiden sie als Menschen und ihr Umfeld leidet mit ihnen. Und das darf man nicht aus den Augen verlieren, ja. Also das ist das, was wichtig ist an der Stelle. So, und ich glaube, man verliert es aus den Augen, weil man sagt, ja, aber hier geht es um was Größeres. Okay, also opfert man kurz gesagt Menschen für etwas Größeres, für ein größeres Ideal oder einen größeren Kampf. Finde ich nicht okay. Weil dann das würde mich auf eine Stelle, auf eine Stufe mit Rechten stellen, die auch ständig Menschen opfern für ihren großen Kampf. Finde ich nicht okay. Ja, also hier wird niemand geopfert. Ich habe ja gesagt, ich bin, also erstmal thematisiere ich sie nicht dauernd, weil das, was sie macht, auch nicht sonderlich interessant ist. Und zum anderen, wenn sie Leute versucht zu canceln, also wenn, oder wenn das tatsächlich auf einer größeren Ebene angekommen ist, also dann. Also ich meine nicht dich, das war keine Kritik an dir. Du verstehst mich nicht falsch, sondern ich rede allgemein über diesen Beef. Ich habe nicht dich gemeint. Das war nicht so, deine Kritik an dir. Ja. Da würde ich tatsächlich sagen, es ist nicht meine Aufgabe, KuchenTV Ratschläge zu geben, worüber er Videos machen soll. Er kann Videos machen, worüber er Lust hat. Und wenn er halt Dinge sagt, die ich inhaltlich kritisiere, dann
kritisiere ich das. Und wenn er Dinge macht, die ich gut finde, dann sage ich halt, finde ich gut. Aber es ist nicht meine Aufgabe, ihm vorzuschreiben, worüber er Videos zu machen hat. Ja, ich, keine Ahnung, ich sage nur, das ist nicht einfach. Das ist einfach, ich habe schon Hate abbekommen, ich habe schon Drohungen bekommen und alles. Das ist nicht einfach. Ja, man unterschätzt das. Das ist nicht einfach. Das ist eine sehr, sehr unangenehme Sache. Ja, und ich glaube, viele unterschätzen das. Die sagen, ja, mein Gott, okay, ein paar Leute haten dich. Na, du verstehst nicht, das ist viel schwieriger als das. Ja. So viele Leute verstehen das, glaube ich, nicht. Und Leute haben ihr Mitgefühl vollkommen abgedreht für die andere Seite. Ich halte das für einen großen Fehler. Ja. Das soll jeder machen, was er will. Ich halte das für einen Fehler. Weil ich glaube, so, das macht Leute blind und das ist nicht gut. Ja. Aber wenn du sagst, nein, das ist ein wichtiger Kampf für dich, mach. Ja, wie gesagt, wenn Leute gecancelt werden, ist das halt wichtig. Und beim Shoyoka-Thematik ist das ja ziemlich exzessiv passiert. Wie gesagt, Nemesis ist jetzt schon zweimal, KuchenTV auch. Und zahlreiche andere sollten, wenn es nach ihr gegangen wäre, auch noch gesperrt werden. Mhm, ja, finde ich falsch. Jetzt hat er zum Glück ein deutsches Gericht einen Riegel vorgeschoben. Deswegen wird Twitch sich da hoffentlich in Acht nehmen, wenn sie da noch so sperren. Und da müssen wir immer drauf achten. Wenn wir diesen Konzern mehr Repressionsmöglichkeiten an die Hand geben, wenn das zur Praxis wird, dass unliebsame Streamer da gesperrt werden, dann sind wir immer gleich die Nächsten. Also deswegen ist es auch wichtig, dass Leute, die radikaler sind als wir oder die auf der anderen Seite stehen, Recht auf Meinungsfreiheit haben. Ja, ja, aber das kann man auch bekämpfen, indem man nicht in diesen Beef reingeht. Das ist alles, was ich sage. Aber das muss man bekämpfen, da gebe ich dir vollkommen recht. Das ist einfach, wir sind natürlich die Nächsten. Und das ist auch etwas, wo man sagen muss, ja klar, also die Konzerne werden da viel härter sperren in Zukunft. Es wird, oder eben nicht, wir werden sehen. Aber es kann auch sein, dass das Ganze sehr totalitär wird und man gar nichts mehr sagen darf, was irgendwie nicht werbefreundlich ist. Ja. Wir werden sehen, aber im Endeffekt, ja, dagegen muss man kämpfen. Aber ich weiß nicht, ob Shoryuka das richtige Schlachtfeld dafür ist. So. Auch. Also ich hatte heute in meinem Stream tatsächlich kurz die Grenzgänger-Studios thematisiert. Also das ist ja der neueste Fall. Dem wurden 3 Videos in der kürzester Zeit gesperrt. Mhm. Ja. 2, glaube ich, mit Copyright und eines mit so einer Verleumdungsbeschwerde, was da genau hintersteckt. Sag mal, gibt es eigentlich schon ein Statement von Tobias Huch? Dann könnte man darauf vielleicht mal reagieren. Ja, ich wollte gerade sagen, so, diese Videos gesperrt zufällig von jemandem, der eigentlich gegen Sperrungen und gegen diese woke Cancel Culture ist? Oder ist es jemand, der das feiert? Siehst du, ja, das ist das Problem. Ja. Was hat Nietzsche gesagt? Nietzsche hat gesagt, nicht so lange in den Abgrund schauen, sonst schaut er in dich rein. Ja. Das ist ja ein völlig anderes Thema jetzt. Also das ist ja, das hat ja jetzt erstmal nichts mit dem Woken zu tun, sondern okay, ich will mir jetzt nichts unterstellen. Ich weiß nicht genau, was da passiert ist. Ich kenne nur die Darstellung der Grenzgänger, deswegen habe ich da gefragt, ob es ein Statement gibt. Denn wenn da so ein Video mit über 50.000 Klicks plötzlich weg ist, dann sollte man da als großer Streamer, falls man damit was zu tun hat, falls nicht, kann man das ja relativ schnell klarstellen, ein Statement zu abgeben. Ja, wir werden sehen, was passiert. Ja, wir werden sehen. Also gibt es noch keins. Also ich frage den Chat. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich habe es nicht mitbekommen. Also wenn ich gerade richtig schaue, dann sehe ich hier. Also wie gesagt, ich verfolge seine Videos nicht. Also deswegen. Ja, und an die Leute, die sagen, ja, Shoryuka könnte aufhören, KuchenTV könnte auch aufhören. Sie sollten alle aufhören, meiner Meinung nach. Aber gut. Nein, es muss sich immer noch weiter hochkochen. Schauen wir, was passiert. Ja, ich meine, KuchenTV hat letztens gepostet, hat eine Morddrohung bekommen. Ja. Es geht die ganze Zeit in irgendeine Richtung, die ist nicht gut. Finde ich nicht okay, aber gut. Ja, definitiv nicht, definitiv nicht. Ja, das ist alles, was ich sagen wollte. Und was mit den Grenzgängern wird, werden wir sehen. Ja. Die sind auch, die kämpfen da auch gerade. Weil dieser Kaya Jana hat ja irgendwie ein Video bei denen gemacht, oder? Nicht bei denen. Also Kaya Jana hat auf seinem eigenen Kanal ein Video gemacht, so, wo er nur Frieden im Nahen Osten fordert. Und die Grenzgänger, erstmal hat Tobias Huch darauf reacted und auch, ja, ich seht euch, wie gesagt, das Video der Grenzgänger selber an. Da habt ihr dann auch deren Bewertung noch gleich mitgeliefert. Okay. Ich will da jetzt gar nicht zu offensiv einsteigen. Ich habe mich im Nahostkonflikt, wie gesagt, da bin ich nicht so tief drin wie beispielsweise beim Ukraine-Thema. Aber die Grenzgänger haben dann auf dieses Reaktionsvideo von Tobias Huch nochmal ein Reaktionsvideo gemacht. Und du kennst ja die Grenzgänger. Die brauchen, um auf 15 Minuten Video zu reagieren, dann über 2 Stunden und blenden da zig Quellen ein. Das heißt, das war eigentlich ein ziemlich langes Video mit
ich finde auch ziemlich guten Argumenten und ich bin ja in allen Konflikten, bist du ja wahrscheinlich auch, eher auf der Friedensseite, also dafür, dass eher ein Kompromissfrieden geschlossen wird. Und da sind die Grenzgänger halt auch eher. Ja, ja. Wobei ich hier nicht über den Israel-Palästina-Konflikt rede. Ja. So irgendwie ja, eine Regel. Ja, vielleicht ein Was? Das ist eine Regel? Das ist eine Regel, ja, ja. Wir, auch bei uns am Discord ist dieses ganze Thema nicht erlaubt. Wir halten uns raus aus diesem Thema. Ja. Ist vielleicht seltsam, aber ja. Wir besprechen das alles nicht. Zensur, ja. Das ist üble Zensur. Ja. Naja, gut, du. Danke für das Gespräch. Wir werden sehen, was passiert. Ja, bitte, bitte. Wir werden sehen, was passiert, wie sich das Ganze entwickelt. Aber grundsätzlich habe ich das Gefühl, geht das Woke eh in die Knie. Dieses Ganze, wobei ich sage, dass das Woke, wenn wir nicht aufpassen, wenn wir eben gegen Wokeness an sich gehen und nicht gegen diesen Narzissmus oder diesen Homo economicus-Ding, wird Wokeness weggehen und es wird eine neue Idee kommen, womit man Leute unterdrückt und die Unterdrücker werden weiter unterdrücken. Sie werden nur die Seiten wechseln. Das darf uns nicht passieren. Ja. Das ist so, ja. Wofür ich mich einsetzen will. Ja. Also das wäre bestimmt auch mal interessant zu sehen, was nach diesem Wokismus jetzt kommt. Also was für eine andere Ideologie. Also ich meine, in den USA, da kann man jetzt einfach wieder sagen, wir nehmen jetzt was Rechtsnationales, aber hier in Europa, hier hat man ja mehr oder weniger jeden Nationalismus ausgemerzt. Also du wirst ja schon als Fremdenfeind und Nationalist beschimpft, wenn du sagst, es soll Politik in deutschem Interesse gemacht werden. Also wir sind ja mehr oder weniger hier im amerikanischen Großraum und da ist die Frage, was sollte dann bei uns in Europa als Alternative kommen? Wir werden sehen, wir werden sehen. Schauen wir, dass es nicht rechtstotalitär ist. Das wäre eine gute Idee. Ja, wenn wir das hat man in Amerika ja gemacht. Das war da in den 70er Jahren und 80er Jahren ganz verbreitetes Konzept, dass man da einfach die demokratischen Regierungen ausgetauscht hat, um südamerikanischen Länder durch diese historisch schwierige Phase zu bringen, die linken Bewegung da zerschlagen hat und dann in den 90er Jahren dann wieder im Zeitalter des Neoliberalismus dann die Demokratien einfach wieder eingeführt hat. Also dass man quasi jetzt Übergangsstadium auf Diktatur gesetzt hat. Das ist historisch ja schon passiert. Da schauen wir, was passiert. Das ist auf jeden Fall Dings. Und deswegen sage ich, immer schön Menschlichkeit behalten und verstehen, dass wenn wir jetzt grausam gegen Wokis sind, das, was danach kommt, grausamer sein wird, als was sie waren. Das ist das, was ich befürchte, auch bei diesen Rechten wie Schlomo und Co., ja? Dass sie noch grausamere Wokis sein werden als die Wokis selbst. Weißt du, das dürfen wir nicht zulassen. Deswegen müssen wir Mitgefühl haben, deswegen müssen wir auch nachgeben können, deswegen müssen wir auch sagen, ich trete nicht überall drauf, nur weil ich kann. Ja. Aber gut, wir werden sehen. Wir werden sehen. Danke, dass du hier warst. Danke für das Gespräch. War überfällig, haben wir uns jetzt länger nicht gehört. Und wir werden sehen, was in Zukunft passiert. Jo, würde ich auch sagen. Ja. Stimmt, wir müssen noch mal über das BSW reden dann. Ah, das können wir dann wann anders machen. Ja, das können wir dann auch machen, ja. Können wir gerne machen. Vor cool. Europawahlen am besten, würde ich sagen. Machen wir. Cool. Dann schönen Abend und ja, viel Spaß noch. Ciao. Ciao.